AfD-Wähler glauben fest daran, Merkel muss weg. Mittlerweile zweifeln aber auch manche in der Union, ob es gut ist, wenn Angela Merkel noch einmal antritt für das Land und vor allem für ihre Partei. Die Partei hat gerade erlebt, wie deprimierend es ist, wenn man von der AfD nur noch die Rücklichter sieht. Wenn sich Merkel noch einmal um die Kanzlerschaft bewirbt, dann muss sie ihren Kurs korrigieren, sagt nicht nur die CSU. Schwer vorstellbar, dass Angela Merkel sich für ihre Flüchtlingspolitik entschuldigt, um weiter regieren zu dürfen. Wenn sie sich also entschließt, dafür zu kämpfen, wer kämpft noch mit? Ihr Koalitionspartner SPD jedenfalls erkundet schon mal Fluchtwege. Auch darüber müssen wir reden mit diesen Gästen. Albrecht von Lucke. Für den Politikwissenschaftler ist klar, CDU und CSU machen sich gegenseitig fertig. Und die AfD treibt die Politik vor sich her. Gabor Steingart. Der Herausgeber des Handelsblatts sagt, Frau Merkel führt das Land in die falsche Richtung. Thomas Strobel. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende hält dagegen. Die Richtung stimmt. Unsere Maßnahmen wirken. Das wird die AfD entzaubern. Matthias Mantay. Der AfD-Vorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern war früher in der CDU und sagt, die Kanzlerin handelt gegen die Interessen des Volkes. Und Manuela Schwesig. Die Bundesfamilienministerin fordert, wir brauchen feste Kontingente für die Aufnahme von Flüchtlingen. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und damit nochmal willkommen in der Runde. Sehr liebe Zuschauer, unangefochten war die Bundeskanzlerin lange, aber das war einmal. Thomas Strobel ist bei uns, stellvertretender CDU-Vorsitzender, Innenminister in Baden-Württemberg sind Sie auch noch. Würden Sie diesen Satz unterstreichen? Die Entscheidungen waren richtig und es gibt nichts, was die Kanzlerin korrigieren sollte? Naja, die meisten Entscheidungen waren in jedem Fall richtig. Schauen Sie, Fehler machen wir alle, wir sind Menschen. Aber seit Angela Merkel dieses Land regiert, geht es den Menschen besser. Mhm. Wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit, schauen Sie sich in Europa um, die Jugendarbeitslosigkeit ist erfreulich niedrig, junge Menschen haben eine Perspektive. Wir haben diese grundsätzliche Entscheidung auf Pump beendet und die Renten steigen, also es ist auch Geld für die Rente da, 4% im Westen, fast 6% im Osten. Ich möchte sagen, wir in der CDU und wir in Deutschland, wir schaffen das mit und wegen Angela Merkel. Gabor Steingart ist bei uns, Herausgeber des Handelsblattes, vorher lange für den Spiegel tätig. Herr Steingart, Sie müssen uns das erklären. Die Umfragewerte der Kanzlerin sind so schlecht wie seit 2011 nicht. 4 Landtagswahlen aus Ihrer Sicht verloren, ein Erstarken der AfD überall. Die CSU fordert eine Kurskorrektur, die es eigentlich schon gibt. Und die Bundeskanzlerin will Recht behalten, ihren Kurs verteidigen. Ist es so? Ich glaube, es geht ihr weniger um die Flüchtlinge als tatsächlich um einen politischen Standpunkt, den sie eingenommen hat. In dem hat sie sich versteift und von dem glaubt sie, dass es eher auf der Ebene der Machtpolitik belohnt wird, wenn sie den durchhält. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir sagen, Leadership wird verlangt und Führungskraft und das zeichnet sich auch dadurch aus, dass man nicht im ersten Wind umkippt. In diesem Fall allerdings, glaube ich, hat sie sich verrannt. Sie hat sich auf einen Standpunkt begeben, der zum Teil nicht den Interessen des Landes entspricht und der in einer Demokratie, wo am Ende doch das Volk entscheiden wird, was es will und nicht die Kanzlerin. Sie ist die erste Angestellte, wo dieser Standort, den sie eingenommen hat, nicht haltbar ist. Darüber mussten wir unbedingt diskutieren. Manuela Schwesig sitzt links neben Ihnen, die Familienministerin, stellvertretende Vorsitzende der CSU. Frau Schwesig, Merkel-Bashing bringt offensichtlich Punkte. Der Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern, Herr Sellering, kam auch nicht umhin, sich von der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin zu distanzieren. Er sagte, sie würde das Volk provozieren. Er sagte, sie würde die Menschen überfordern. Muss man das? Ist das redlich? Ich hoffe, dass alle wissen, dass ich die stellvertretende Vorsitzende der SPD bin, aber ich sage es jetzt trotzdem noch mal zur Sicherheit CSU. Um Himmels Willen. Das war jetzt wirklich schrecklich für mich. Aber ich habe mich jetzt kurz Sie haben lange gewartet. Danke. Ja, meine gute Erziehung sagt mir, dass ich erstmal den anderen ausreden lasse, aber das wollte ich jetzt wirklich einmal klarstellen. Haben Sie perfekt richtig gestellt und ich erinnerte es nicht mal. Meine Güte, hab's verdrängt offensichtlich. Danke. Kommen wir zu der Frage. Ja. Kommt man heute ohne Distanzierung von Frau Merkel nicht mehr erfolgreich durch eine Wahl? Doch, und es geht nicht um die Distanzierung von Frau Merkel per se, aber die SPD hat von Anfang an nicht alles, was Frau Merkel getan und gesagt hat, geteilt. Wir haben von Anfang an deutlich gemacht, dass es nicht reicht, einfach nur zu sagen, wir schaffen das, sondern wir müssen auch sagen, wie wir es machen. Also zum Wir machen das kommen. Und mein Ministerpräsident Erwin Sellering hat etwas kritisiert, was ich auch kritisiere. Und zwar, dass wir viel zu lange diskutiert haben, wie es geht und vor allem, wie wir Länder und Kommunen unterstützen. Ich war selbst bei diesen Beratungen dabei, wo wir stundenlang mehrfach darüber
darüber diskutiert haben, wie viel Geld wir jetzt Ländern und Kommunen geben, um dann auch wirklich die Integrationsleistung auch zu bringen, dass wirklich für jedes Kind ein Kita-Platz da ist, damit die Kinder die Sprache lernen und dass nicht für die einheimischen Kinder jetzt der Kita-Platz fehlt. Wir haben ewig diskutiert über weitere Gelder und da hat dann mein Ministerpräsident gesagt, was nicht funktioniert ist, dass Sie sagen, wir schaffen das und bei uns Ländern und Kommunen, dass wir machen das, landet. Okay, Albrecht von Lucke, Politologe. Herr von Lucke, hat die SPD jetzt die Zeichen der Zeit erkannt oder würden Sie sagen, das ist ein machtpolitisches Kalkül, sich jetzt auch zu distanzieren von dem, was man gestern noch mitbeschlossen hat? Das war erstmal, was die mecklenburgische Wahl anbelangt, ein unwahrscheinlich instinktives Setzen von Sigmar Gabriel im Konzert mit Herrn Sellering auf die Tatsache, dass das ein Stück weit zur Schicksalswahl von Angela Merkel gemacht werden würde. Denn das müssen wir uns ja bewusst machen. Es ist ja eine Wahl gewesen, faktisch haben 160.000 Menschen AfD gewählt. Das sind die 20%, die Herr Mantay und andere auf ihre Partei gebracht haben. Und das ist jetzt, ob der Symbolik des Datums, der 4. September, Jahr der Flucht, ist das zu dem Schicksalsdatum von Angela Merkel auch medial verstärkt hochgeschrieben und hochgesendet worden. Gabriel hat das genau erkannt, hat genau gesehen, ich muss auf diese Wahl fokussieren. Und er hat es in brillanter Weise auch gemacht. Er hat auch, wie Herr Sellering durchaus auch, dem man das als redlichem Landesvater gar nicht in dem Maße zugetraut, der natürlich genau auch sich absetzen von Angela Merkel gesagt hat, wir müssen dem Chaos der Flucht ein Ende machen. Und Gabriel, kann man es noch zuspitzen, hat gewissermaßen links wie rechts blinkend sich von der eigenen Politik abgesetzt. Aber er hat damit instinktsicher die einzige Chance der SPD genutzt, nämlich auf die Zerstrittenheit der Union zu setzen. Denn das erleben wir ja gerade. Die Union selbst ist es, CSU und CDU, die sich fast desaströserweise in eine Eskalation treiben, aus der man gegenwärtig nicht sehen kann, wie Herr Strobel und die CDU und Frau Merkel natürlich zuallererst unbeschadet herauskommen können. Und wir sind bei Matthias Mantay. Herr Mantay, Sie sind für, oder besser gesagt mit der AfD, Träger eines der Direktmandate, die es in Mecklenburg-Vorpommern gab. 2% Flüchtlinge gibt es in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt. Und Sie sagen, Merkel muss weg. Das ist das Mantra der AfD. Wer soll eigentlich nach ihr kommen? Wer soll es machen? Horst Seehofer? Das ist ja nicht unser Problem mit den 2%. Das stimmt doch nicht. Ich glaube, es sind 3 bis 4. Und übrigens sind es auch keine Flüchtlinge, sondern erstmal Asylbewerber. Ob es Flüchtlinge sind, wird sich dann entscheiden. Also nicht jeder ausländische Staatsbürger, der die Grenze überschreitet nach Deutschland und Asyl ruft, ist ja ein Flüchtling. Von Flüchtlingsstatus, den sie jetzt anerkannt bekommen müssen, aber das nur am Rande. Und es geht auch gar nicht um die Prozentzahlen. Der Vorwurf kommt ja immer, dass gesagt wird, ach, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja gar nicht so viele ausländische Staatsbürger. Da möchte ich die Gegenfrage stellen, ab wie viel Prozent ausländischer Staatsbürger ist es denn legitim, die AfD zu wählen? Punkt 1. Punkt 2. Wollen wir dann erst Verhältnisse haben wie in Nordrhein-Westfalen in einigen Städten, wie wir sie in Köln erlebt haben, wollen wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht haben. Von daher finde ich die Frage nach den Prozenten eigentlich irrelevant. Okay, und also Sie glauben, dass antizipierend gewählt wird und aus Sorge gewählt wird? Wie erklären Sie sich denn Ihren Erfolg? Naja, das sind 2 Punkte. Einmal die Bundespolitik spielt eine große Rolle, das sehe ich schon auch so, aber auch die Landespolitik. Das ist wahrscheinlich in dieser Runde nicht so bekannt. Wir hatten auch viele landespolitische Themen, wo die Regierung an den Interessen der Bürger vorbei regiert hat. Wir hatten 3 Reformen, die Gebietsreform, Polizeireform und die Gerichtsreform. Und alles hatte eigentlich zur Folge, dass der Staat sich aus der Fläche zurückzieht. Es gab Zentralismus, das heißt, der Bürger, der hat sich immer weiter, oder der Staat immer weiter entfernt vom Bürger. Und das gab halt viel Frust, viel Ärger in der Bevölkerung, sodass es auch eine große Rolle spielte, neben der Geschichte mit der unkontrollierten Masseneinwanderung. Und wenn Sie noch versuchen, diese erste Frage zu beantworten von mir, was glauben Sie, wer könnte es besser als Frau Merkel? Ist Horst Seehofer jemand, den Sie da akzeptieren würden? Denken Sie darüber überhaupt nach? Horst Seehofer macht ja immer so das Spiel, dass er eigentlich ganz vernünftige Dinge sagt, aber im Grunde, das ist ja seit Jahren immer das gleiche Spiel. Er sagt eigentlich Dinge, die wir als AfD vielleicht auch noch sagen würden, aber er macht mit, er ist mitverantwortlich. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, nur zu sagen, Merkel muss weg. Ich sage mal, ohne unten gibt es keine oben. Das machen ja alle mit. Auch die CSU macht immer wieder mit. Sie kritisiert zwar Dinge, tönt laut, aber letztlich trägt sie das Handeln von Frau Merkel, von der Regierung mit und macht sich genauso mitverantwortlich für die Misere, die wir in Deutschland haben. So, und damit sind wir, Herr Strobel, bei Ihnen. Die Angela Merkel hat in ihrer Rede im Bundestag gesagt, wir alle müssen darüber nachdenken, wie können wir das Vertrauen der Menschen wieder zurückgewinnen. Und vorneweg natürlich ich. Ist Ihnen schon ein entscheidender Gedanke gekommen, wie man enttäuschte Wähler wieder gewinnen kann? Ja, das beschäftigt uns ja selbstverständlich, indem wir die Probleme lösen, indem wir da, wo Menschen eine krisenhafte Situation empfinden, die Krise beseitigen. Herr Gauland hat einmal gesagt, die AfD lebt von der Krise. Wir wollen nicht, dass die Krise lebt, sondern wir wollen die Probleme lösen. Und da, wo Fehler gemacht worden sind, müssen wir die Fehler korrigieren. Ordnung muss zum Beispiel sein. Wir müssen jederzeit Herr der Lage sein. Das waren wir im vergangenen Jahr zeitweise nicht. Das darf sich nicht wiederholen. Da haben wir unsere Lektion
gelernt. Bei Ihnen, Herr Manter, ist interessant, dass Sie jahrelang ein engagiertes CDU-Mitglied waren. Sie haben nach der Wende im Osten die Junge Union in Mecklenburg-Vorpommern mit aufgebaut und sind 2013 in die AfD gegangen. Warum eigentlich? Genau, also ich bin schon vor vielen Jahren, ich glaube es war 2007, aus der CDU ausgetreten, war in der Wendezeit sehr aktiv, damals als 17-Jähriger, war ich in Antlam damals in der Jungen Union aktiv und bin dann aus der CDU irgendwann ausgetreten, weil eigentlich es keinen großen Sinn mehr hatte, sich in der CDU zu engagieren. Die CDU ist eigentlich inhaltlich völlig gleichgeschaltet mit der SPD. Es gibt ist ja bekannt, eine völlige Sozialdemokratisierung. In allen wesentlichen Politikfeldern gibt es keinen Unterschied mehr zwischen CDU und SPD. Energiepolitik, Einwanderungspolitik, das ist alles das Gleiche. Von daher habe ich da keinen Sinn mehr gesehen, mich zu engagieren. Ich habe immer gedacht, das müsste sich mal eine neue Partei gründen. Aber das selber zu machen, ist natürlich ein Riesenunterfangen. Und dann haben ja einige diese AfD gegründet. Ich habe davon gehört und bin dann relativ im Frühjahr, Sommer dann bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gleich eingestiegen und habe mit die Strukturen aufgebaut. Und nun fordern Sie ausgerechnet eben, nicht besonders originell, weil das tun Sie die ganze Zeit, einen Politikwechsel in der Flüchtlingspolitik. Was konkret müsste passieren, damit Sie gegebenenfalls wieder Mitglied der CDU werden? Na, darüber denke ich eigentlich gar nicht nach. Ich bin Landessprecher der AfD in Mecklenburg-Vorpommern und da habe ich auch nicht vor, irgendwas daran zu ändern. Ich denke nicht darüber nach, ob ich Mitglied der CDU werden kann. Das, mit der Politik der CDU muss die CDU sich beschäftigen. Weil ich kann Ihnen nur sagen, was wir als AfD fordern. Also zum Beispiel Grenzkontrollen, dass wir sagen, wir müssen wieder die Hoheit über unser Staatsgebiet bekommen. Wir müssen wissen, wer reinkommt, wer befindet sich auf dem Staatsgebiet. Das ist einfach nicht der Fall, dieser Kontrollverlust. Und die Rechtsstaatlichkeit, dass wir sagen, wir können hier nicht permanent gegen das Asylgesetz verstoßen, gegen internationales Recht, gegen das Dublin-III-Abkommen und solche Dinge. Das fing ja im Grunde bei der Euro-Rettung schon an. Sie wissen bei Dublin-III aber beispielsweise auch, dass das durchaus ein Recht der deutschen Regierung ist, sich selber zu ermächtigen, diese Rückführungen nicht stattfinden zu lassen. Sie wissen, dass man nach Griechenland nicht rückführen darf. Da gibt es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Sie wissen, dass wir unter 18-Jährige nicht zurückführen dürfen. Auch das ist alles Rechtslage. Das dürfte Ihnen nicht unbekannt sein. Mir ist das sicherlich, aber Ihnen ist sicherlich auch nicht unbekannt, dass das Land zuständig ist für ein Asylverfahren, wo der Asylbewerber zuerst einreist. Da gibt es ja nicht nur Griechenland. Mhm. Das ist ja nur ein Fall sozusagen. Es gibt ja auch viele andere Länder, wo. Und dennoch gibt es ein Selbsteintrittsrecht, so heißt das, glaube ich. Und das ermächtigt auch nach Dublin die Bundesregierung, diese Flüchtlinge bei sich im Land zu behalten. Also das ist durchaus der Fall. Nach meiner Kenntnis hatte die Regierung, ich glaube, es war im letzten Jahr gesagt, dass sie einfach dieses Dublin-III-Abkommen nicht mehr sozusagen außer Kraft setzen. Und das können Sie natürlich nicht einfach so. Und Sie können auch das Asylgesetz nicht einfach so außer Kraft setzen. Das Asylgesetz sagt, dass ausländische Staatsbürger, die über die deutsche Staatsgrenze einreisen, illegal und Asyl beantragen, aus sicheren Drittstaaten zurückgewiesen werden müssen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Unbedingt. Sind zurückzuweisen. Da gibt es doch gar kein Ermessen. Und das wird ja teilweise auch ein bisschen gemacht im Moment. Wir haben ja diese vorübergehenden Grenzkontrollen. Aber das ist eigentlich geltendes Recht. Das wurde letztes Jahr mit der Entscheidung von Frau Merkel am 4. September alles einfach ignoriert. Indem sie einfach gesagt hat, Herr Orban, schick mir all deine sogenannten Flüchtlinge, die sich in Ungarn an der Grenze aufhalten oder in Budapest auf dem Bahnhof schicken nach Deutschland. Das hat sie natürlich Herrn Orban so nicht gesagt. Herr Strubel, wir sind natürlich bei der Frage. Nein, das sind ja diese Unwahrheiten und diese Dinge, die da verbreitet werden, nicht. Die Bundeskanzlerin hat nie gesagt, schick mir all deine Flüchtlinge, sondern es ging um eine sehr überschaubare Anzahl von Flüchtlingen. Es ging um einen Zug. Es war eine Lage, wo man befürchten musste, dass es Verletzte gibt, dass es möglicherweise Tote gibt. Und in dieser Lage hat die Bundeskanzlerin entschieden, völlig zu Recht im Übrigen, dass die Menschen, die in höchster Not sind, zu uns kommen können. Wissen Sie, und da finde ich das einfach schäbig, wenn Sie das dann auf diese Art als eine Einladung an alle Flüchtlinge umdeuten. Herr Strubel, bleiben wir mal bei den zwei Argumenten von Herrn Manter. Ist die AfD, und das möchte er sagen, eigentlich der konservative Flügel der CDU, den Angela Merkel unter anderem mit ihrer Flüchtlingspolitik, aber auch mit einer anderen Politik verprellt hat? Nein, die AfD hat mit der Christlich-Demokratischen Union nichts, aber auch gar nichts zu tun. Das ist eine antieuropäische und ich möchte sagen eine antichristliche Partei. Nichts von dem, was den Kern der CDU ausmacht, finde ich bei dieser Partei wieder. Schauen Sie, wenn wir über die überlieferte christliche, abendländische Werte, wenn wir die behalten wollen, dann müssen wir sie auch leben. Und Christen machen nicht die Tür zu, wenn Menschen in Not zu uns kommen, die vor Tod, Vergewaltigung, vor Gewalt fliehen, sondern dann haben wir eine offene Tür und auch ein offenes Herz. Und wer sich da abschottet gegenüber solchen Menschen, der verrät abendländische Werte. Die christlich-demokratische Union, das sind Christen für Deutschland und die AfD sind Atheisten für Deutschland. Das sind nicht die Bewahrer des Abendlandes, das sind die Verräter
des Abendlandes und der Abendländischen. Und wir uns nochmal an den Satz von der Bundeskanzlerin erinnern, dass wir uns alle an die eigene Nase fassen sollen. Offensichtlich ist Vertrauen der Wähler verloren gegangen. Das haben Sie auch in Baden-Württemberg gespürt. Die CDU hat auch unter den 15% der AfD dann natürlich Federn gelassen. Was wollen Sie tun, um AfD-Wähler, die jetzt in der Partei von Herrn Mantei sind, wieder zurückzugewinnen? Noch einmal, indem wir die Probleme lösen. Und wir sind ja auf einem guten Weg. Wir haben gesagt, wir müssen die europäischen Außengrenzen schützen. Das war ein Fehler, dass wir zugelassen haben, dass die Außengrenzen löchrig wie ein Schweizer Käse sind. Es hat ja niemand interessiert, außer ein paar komischen Innenpolitikern. Aber ein Staatswesen, das sich für seine Grenzen nicht interessiert, das braucht kein Mensch. Deswegen beheben wir diesen Fehler und ich hoffe, dass es nur noch wenige Wochen dauert, bis die Außengrenze Türkei, Griechenland eine sichere Grenze ist. Wir sind ja auf einem guten Weg dahin. Die Flüchtlingszahlen gehen signifikant zurück. Schauen Sie, ich habe in Baden-Württemberg 36.000 Plätze Landeserstaufnahme für Flüchtlinge. Da waren mal 40.000 Menschen in den Betten. Jetzt haben wir gerade mal noch 6.000, die in diesen Betten sind. 30.000 Betten stehen leer und ich überlege mir, wie wir das zurückfahren. Die Zahlen gehen deutlich zurück. Das müssen wir stabilisieren, das müssen wir weiter ordnen und steuern und dann lösen wir dieses Problem. Und ich glaube, dass die Lösung der Probleme, die Lösung der Herausforderungen, dass das auch der richtige Weg ist, um, es hat ja nicht nur die CDU an die AfD verloren, es hat die SPD verloren, die Linke verloren, die Grünen verloren, wir natürlich auch. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, sie zu entzaubern, indem wir die Ärmel hochkrempeln, die Probleme anpacken und sie lösen. Okay, Gabor Steingart, 20% für die AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Die Ergebnisse von Sachsen-Anhalt erinnern wir auch noch, die waren über 20%. Wenn wir, die AfD sagt, dass damit auf jeden Fall auch die Kanzlerin mit ihrer Flüchtlingspolitik abgewählt worden ist. Ist das so, wenn 20% der Wähler in Mecklenburg-Vorpommern sagen, sie entscheiden sich für die AfD, ist dann eine Kanzlerpolitik dieser Regierung abgewählt worden? Also ich glaube, man muss wirklich unterscheiden zwischen der Politik und der Kanzlerin. Ich würde die These wagen, dass nach wie vor Angela Merkel, wenn in einer Abstimmung stünde, Frau Petri und Frau Merkel, einfach jetzt gegriffen, haushoch gewinnen würde. Auch gegen jeden anderen Kandidaten. Ich glaube, die Leute wollen nach wie vor Angela Merkel, aber eine andere. Sie wollen zurückhaben, die pragmatische Frau, die durch die Weltpolitik gestapft ist und die Dinge so sieht und so beschreibt, wie sie sind. Und bevor Herr Strobel ans Lösen von Themen geht, und ich glaube, die Dissonanz zwischen Volk und der Kanzlerin ist noch nicht beim Lösen, sondern erstmal beim Verstehen. Hat man das Gefühl wirklich, dass die Lage analysiert und verstanden worden ist, was da gemacht worden ist, was das bedeutet? Es wird von Integration gesprochen. Wir reden von muslimischen, christlichen Kreisen, die man vielleicht so gar nicht, wie sich das vorstellen, integrieren kann. Wir reden vielleicht eher über Respekt und Abstand. Wir reden über Flüchtlingsursachen bekämpfen. Wir haben gar keinen Hebel in der Weltpolitik, um wirklich Flüchtlingsursachen in diesem komplexen Konflikt von verschiedenen muslimischen Glaubensrichtungen. Das sind Dinge sozusagen, die zur Analyse erstmal gehören. Die Sicherheitslage in Deutschland hat sich enorm verändert. Die Wirtschaft kommt hinzu, hat kein Interesse und darf kein Interesse haben an einem Heer von unqualifizierten Arbeitern. Die Wirtschaft hat ein Interesse an Internationalisierung, an Globalisierung, aber geordnet. Einwanderungsgesetz, die richtigen Leute. So, und ich glaube, dann wird für die Kanzlerin, wenn sie die Lage sauber analysiert, ich glaube nicht, dass die Deutschen ausländerfeindlich sind, ich glaube nicht, dass die Deutschen das Land absperren wollen, ich glaube auch, dass die Wähler das nicht wollen, aber es war eine Kopfnuss für Frau Merkel, so nicht. Verstehe erstmal die Lage, verstehe, was sich hier getan hat und ich glaube, wir sind noch nicht da angekommen, dass man das Gefühl hat, Frau Merkel hat verstanden. Auf dieses Signal wartet man noch. Dann sind wir bei der Frage Albrecht von Lucke, ob Angela Merkel das nicht schon verstanden hat. Wenn sie sagt, das Jahr 2015 wird sich so nicht wiederholen, ist das nicht eine Art Eingeständnis von Fehlern? Aber mit Sicherheit. Sie hat ja sukzessive, immer wieder, sehr schrittweise. Und ich würde auch meinen, sie hat große Fehler in der Kommunikation am Anfang gemacht. Sie hätte tatsächlich wesentlich früher kommunizieren können. Nach außen, zu den anderen Europäern, wie nach innen, zu den Deutschen durchaus auch. Und vielleicht nicht nur in zwei Talkshows, sondern vielleicht auch in einer Bundestagsdebatte, was es bedeutet. Aber jetzt hat sie sukzessive, unter dem immensen Druck, aber fast auch genötigt, Positionen zu halten, weil die CSU ihr förmlich vorantreibend ihr eine Position abnötigt, hat sie versucht, sukzessive Veränderungen zu signalisieren, die sie längst gemacht hat. Und das ist ja das eigentlich Ironische. Die Kanzlerin des Willkommens, Herr Steingart, ist doch gar nicht mehr da. Wir haben doch keine Willkommenskultur. Wir haben, genau wie Herr Strobel sagt, längst eine, ich spitze es zu, wir haben eine Abschottungskultur. Wir haben eine Kultur der Begrenzung von Flucht. Deswegen wird der ganze Pakt, nein, wir können es meinetwegen auch der Begrenzung nennen, aber es ist ein Pakt mit der Türkei geschlossen, der nur einem Zweck dient, keine Flüchtlinge mehr nach Europa kommen zu lassen. Das heißt, das ist längst alles geschehen. Und das große Dilemma ist folgendes. Es haben sich CSU und CDU regelrecht ineinander verbissen.
Die Kanzlerin kann kein Kotau vor Seehofer machen. Und dem ganzen Land, das ihr jetzt förmlich abzunötigen scheint, mache den Knicks vor dem Gesslerhut und sage, du hast dich geirrt. Sie steht jetzt auf der Position, dass sie gesagt hat, wir schaffen das. Und übrigens auch in der gestrigen Rede enorm klar gemacht hat, in welche Richtung sie gehen will. Aber längst kenntlich gemacht hat mit ihrer Politik, dass eine völlig andere Politik gemacht wird als vor einem Jahr. Das ist bloß nicht kommuniziert. Und das ist, glaube ich, mit das Problem der CDU und CSU. Darüber diskutieren wir hier auch nicht zum ersten Mal, Herr Strobel. Die Kanzlerin sagt jetzt und gibt als Maxime für die nächsten Monate aus, Rückführung, Rückführung, Rückführung. Nochmal die Frage, ist sie damit nicht längst am Ende dieser Analyse und weiß, dass sie Politik verändern muss in Deutschland? Naja, noch einmal, es sind Fehler gemacht worden, Ordnung muss sein und wenn wir die Kontrolle verlieren, dann ist das Schlechtes. Heißt Rückführung, ja, Rückführung, aus, deswegen, dass zu viele Menschen Steuern in dieses Land gekommen sind, die nicht hierher kommen sollten? Begrenzen und ordnen. Schauen Sie, Rückführung. Wir haben in Baden-Württemberg im ersten Halbjahr diesen Jahres die Abschiebezahlen um 60% erhöht, weil es bei mir konsequent Rückführung und Abschiebung gibt. Das gehört dazu. Weil es auch ein Signal in die Herkunftsländer ist, macht euch nicht aus asylfremden Gründen auf den Weg. Ihr werdet schnell wieder da sein, wo ihr hergekommen seid. Und das Geld für den Schlepper und die Schleuserorganisation ist auch weg. Wir müssen das jetzt ordnen. Wir haben in Baden-Württemberg, setzen gerade konsequent die Wohnsitzauflage um. Dass man bei uns, wenn man verfolgt, an Leib und Leben bedroht ist, Aufnahme findet. Das ist richtig. Das ist die Genfer Flüchtlingskonvention. Das hat etwas mit abendländischen und christlichen Werten zu tun. Aber man kann sich nicht aussuchen, in welche Stadt man geht, sondern das ordnen wir. Und all diese Dinge müssen wir jetzt mit einer gewissen Konsequenz machen, bis dahin, dass diejenigen, die unsere christliche Solidarität ausnutzen, die uns auf der Nase herumtanzen, dass wir denen sagen, ihr könnt und ihr müsst auch wieder gehen, hinter denen schließt sich dann auch die Tür sehr schnell. So, dann sind wir genau bei diesem Argument. Abschieben, abschotten. Wie passt das eigentlich mit diesem Credo der Willkommenskanzlerin zusammen? Also ich gehe so weit mit, dass die Kanzlerin hat eine sanfte Wende vollzogen, ganz klar. Die Tür wurde zugemacht und da, wo man sie nicht selber zugemacht hat, hat man mit Herrn Erdogan gesprochen und Versprechungen gemacht, von denen man sehen wird, ob man die wird halten können. Ich glaube trotzdem, dass die ernsthafte Analyse noch nicht stattgefunden hat. Gucken wir uns wirklich mal nur den Arbeitsmarkt an, ja, und gehen wir davon aus, dass kein weiterer käme, dann reden wir von 1,2 Millionen Menschen, die wir hier haben. Davon ist weit über die Hälfte, wahrscheinlich eher 80%, in der Form, wie sie da sind, gar nicht qualifiziert. Das heißt, Andrea Nahles, ehrlich gesagt, unsere Arbeitsministerin, schon vor einem Dreivierteljahr gesagt hat. Ja, es haben viele SPD. Gesagt. Es haben viele gesagt. Und die SPD ist ja nicht realitätsblind. Die SPD kennt über die Gewerkschaften und die Betriebsräte den Arbeitsmarkt sehr genau. Wir haben heute Zahlen von integrierten Flüchtlingen bei Daimler und bei VW. Die passen alle in dieses Studio rein. So gering sind die Zahlen. Es gibt gar keine Anstrengung der Bundesregierung, Herr Strobel. Dafür müsste man, wie beim Aufbau Ost, sage ich mal, da hat man eine klare Analyse gemacht. Ostdeutschland war in dem Zustand, in dem es war. Und das waren Milliardenprogramme und da war eine Finanzierung notwendig. Und dann hat der Bundeskanzler Kohl damals klar kommuniziert, Schweiß und Tränen. Und was bis heute zahlen wir? Den Solidaritätszuschlag. Hier wird so getan, durch dieses Wir schaffen das, nach dem Motto, jetzt reißt euch mal am Riemen, Kinder. Wir schaffen das, das sage ich zu den Kindern, wenn Gartenarbeiten oder wenn mal angepackt werden soll zu Hause, wir schaffen das. Das ist eine Verniedlichung der Probleme, die da sind. Und insofern, glaube ich, ist die Analyse und danach dann die Programme, sie müssen dann liefern in diesem sehr wichtigen Punkt. Wenn sie die Leute nicht in den Arbeitsmarkt integrieren, folgen daraus soziale, kriminologische und sonstige Probleme, Verwerfungen in der Gesellschaft, die gravierend sind. Also was bei der Wirtschaft beginnt, endet nicht bei der Wirtschaft, will ich sagen. Und ich glaube, das steht noch aus. Ich finde die Analyse richtig, dass es viel Kraftanstrengung braucht, dass die Integration klappt. Sprache, Integration in den Arbeitsmarkt, vor allem auch gute Bildung für die Kinder, dass man auch nicht die Fehler wiederholt wie in den 60er Jahren, dass man sich nur auf die männliche Arbeitskraft und nicht auf die Kinder und Frauen konzentriert. In der Analyse bin ich bei Ihnen. Sie haben es ja auch selbst gesagt, Andrea Nahles hat früh darauf hingewiesen, Leute, da kommt nicht überall gleich der syrische Arzt, den man sofort sozusagen braucht, sondern es kommen auch viele, die müssen wir qualifizieren. Aber ich möchte an einem Punkt widersprechen, dass wir da jetzt nichts haben. Wir haben sehr früh, gerade die SPD, Ministerin Nahles, Hendricks und ich, vorgelegt, wie sieht ein solches Integrationskonzept aus. Dann haben wir zu lange diskutiert, das Geld dafür bereitzustellen. Das habe ich vorhin auch kritisiert. Aber das machen wir jetzt. Andrea Nahles hat entsprechende Programme. Wir stocken gerade zum Beispiel die Sprachförderung in den Kitas auf und wir sorgen mit einem sozialen Programm für Wohnungsbau dafür, dass unsere einheimische Bevölkerung endlich bezahlbare Wohnungen kriegt. Frau Schwiesig, ich würde trotzdem gerne... Ja, mir ist es einfach noch wichtig, weil jetzt im Raum stand, dass wir da gar nichts machen. Wir haben ein Integrationskonzept, wo wir viel Geld ausgeben, nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für die Bevölkerung. Ich würde gerne noch
noch mal zu diesem Punkt zurück. Wenn jetzt die Maxime lautet, wie gesagt, die Kursänderung hat es längst gegeben, wenn jetzt die Maxime lautet, abschotten, bloß nicht alle ins Land lassen, zusehen, dass die, die fälschlicherweise hier gelandet sind, wieder rauskommen und sich trotzdem auf der anderen Seite für eine weltoffene Politik feiern lassen, ist das in Ihren Augen redlich und macht die SPD das mit? Die SPD kritisiert, dass dieser Satz, wir schaffen das, nicht ausreicht, sondern wir müssen hinkommen zum wir machen das. Das wurde eben angesprochen. Wir müssen jetzt darüber sprechen und die Programme laufen jetzt an. Wie funktioniert Integration? Denn die Menschen erwarten zwei Dinge. Zum einen, ja, sie erwarten, dass nicht in diesem Jahr auch wieder 1 Million kommt und im nächsten auch. Da haben wir gehandelt, ist eben angesprochen worden, Fluchtursachen bekämpft. Wir verhandeln über europäische Kontingente. Wir haben eine Vereinbarung mit der Türkei, die auch wichtig ist deshalb, weil es nicht sein kann, dass die ganze Zeit, ja, das meiste Geld an dieser ganzen Sache haben die Schlepper verdient. Und denen war egal, ob ein Menschenleben hier ankommt oder nicht. Und dass wir das durchkreuzen, finde ich auch aus humanitären Gründen richtig. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Menschen jetzt im Land erwarten, das ist mir begegnet. Ich war ja jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern viel unterwegs und die haben gesagt, funktioniert das denn mit der Integration? Halten die Leute sich an unsere Werte? Und das ist wichtig. Deswegen Sprache, Kinder so schnell wie möglich in die Kita. Und ich begleite selbst eine syrische Flüchtlingsfamilie mit 5 Kindern. Und da ist das so. Der Sohn ist jetzt in die Schule gekommen, der lernt dort fleißig, der Mann macht den Sprachkurs und die haben eigentlich nur einen Wunsch, dass sie A, sind sie froh, dass sie endlich nicht mehr unter Bomben sind mit ihrer Familie und B, dass sie jetzt hier schnell die Sprache lernen und wissen, dass sie sich auch anstrengen müssen. Ich glaube, diese beiden Sachen zusammen sind wichtig, aber was auch wichtig ist, dass wir eben nicht nur über dieses Thema reden, was nämlich die Menschen auch sagen, ist, macht ihr jetzt eigentlich nur noch Flüchtlinge oder habt ihr auch noch einen Blick für unsere Alltagssorgen? Wie sieht's aus mit der Vereinbarkeit? Wie geht's aus weiter mit der Pflege und bezahlbarer Wohnraum? Das ist das A und O. Wir sind trotzdem, und das nehmen Sie nicht übel, natürlich ein wenig fokussiert auf dieses Thema, weil es auch die Bundespolitik beschäftigt und weil unter anderem auch das, was man aus München hört, an keinem Tag zu überhören ist. Warum fordert dann eigentlich die CSU nach wie vor eine Kurskorrektur? Wie sehr, Herr Steingart, treibt die CSU die Bundeskanzlerin vor sich her? Sie tut es gerade wieder mit einem Strategiepapier. Es wird eine Obergrenze festgelegt von 200.000, Burka-Verbot, der Doppelpass soll weg. Wie sehr treibt diese Partei Frau Merkel vor sich her? Sehr stark, würde ich sagen. Herr Seehofer spielt das Spiel seines Lebens in diesen Monaten. Er hat einen wunden Punkt erreicht, ganz erkennbar. Die Wahlergebnisse zahlen bei ihm ein, obwohl er weit weg ist vom Ort des Geschehens. Das wird auch in Berlin nicht besser, wenn ich die Umfragen hier in der Hauptstadt sehe. Also es ist kein Provinzphänomen, wenn ich so sagen darf, kein regionales, sondern hier in der Hauptstadt. Ich weiß, das ist nicht Provinz, das. Berlin, meine Geburtsstadt, liegt die Union ebenfalls bei 20%. Das heißt, Herrn Seehofer gehen die Themen nicht aus. Und wenn gefragt wird, Frau Merkel, treten Sie noch mal an als Kanzlerkandidatin, dann vergisst man zu schnell, dass das nicht in Ihrer Entscheidung steht. Ihr Antrittsschreiben sozusagen geht über seinen Schreibtisch. Ohne die Zustimmung der CSU keine gemeinsame Kanzlerkandidatin der Union. Und diesen Druckpunkt nutzt er aus. Er verlagert das ja auf den Herbst diesen Jahres schon, in dem eine Entscheidung gefällt werden muss. Und er schreibt diese Bewerbung um das höchste Amt im Staate nur quer, wenn er seine Forderungen, von denen wir eben gehört haben, erfüllt sieht. Insofern ist die Kanzlerin tatsächlich in einer Art Zwangslage, weil Herr Seehofer nicht nur im Fernsehen droht, sondern tatsächlich jetzt so kurz vor der Wahl und der Nominierung ein Druckmittel in der Hand hat. Hat er, Herr von Lucke, tatsächlich hat Horst Seehofer auch das Potenzial, das Druckpotenzial in der Hand, um sich gegen Angela Merkel durchzusetzen? Die Frage ist, was er unter durchsetzen meint. Das ist ja die völlig Unbekannte. Angela Merkel hat gestern ziemlich klar, so muss man die Rede wohl verstehen, im Bundestag klar gemacht, dass alle Vorstellungen, sie könnte nicht mehr antreten wollen, illusionär sind. Das waren ja Spekulationen, sie könnte eventuell gar nicht mehr antreten. Es geht um ihr politisches Erbe. Es wäre grotesk zu glauben, dass die Kanzlerin jetzt sagt, wo es spitz auf Knopf steht, ich trete zurück und lasse euch den Scherbenhaufen zurück. Den Eindruck konnte man gestern beim besten Willen nicht haben. Horst Seehofer hat nie gesagt, was er eigentlich will. Will er seinerseits Spitzenkandidat der Union sein? Will er vielleicht der starke Mann in einem Kabinett Merkel-Seehofer sein? Das sind die völlig unbeantworteten Fragen, die eigentlich wichtig wären, um auch die Frage zu beantworten, wer wäre der populäre Kandidat der Union? Gegenwärtig antworten noch 42% der Deutschen auf die Frage, wer ist Ihnen die liebste Kanzlerin Angela Merkel? Das heißt, die Destruktion der gegenwärtigen Lage, und Herr Steingart hat das völlig zu Recht beschrieben, Horst Seehofer sitzt am längeren Hebel, ist für die ganze Union desaströs. Und Seehofer, Sie haben es in einem Satz wunderbar gesagt, spielt das Spiel seines Lebens. Und es ist ein Spiel, das allein auf seine Rechnung einzahlt und auf die Rechnung der CSU geht. Denn die Wahl in Bayern, die ein Jahr danach stattfindet, in 2018, ist dem Horst Seehofer und der CSU offensichtlich allemal wichtiger als die Bundestagswahl. Okay. Und das scheint mir das Problem zu sein. Herr Strobel, wir sind bei Ihnen. Was will Horst Seehofer? Wie sehr gehen Ihnen die Kommentare aus München auf die Nerven? Naja, also was Horst Seehofer will, fragen Sie Horst Seehofer. Glauben Sie, dass es ihm um ein Eingeständnis eines Fehlers geht? Sie begegnen ihm jetzt wirklich häufiger als wir. Also ich hätte jedenfalls mal die Hoffnung, und da waren die Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen ja auch ein Signal und ein Weckruf gewesen, dass wir in der Union nicht so viel streiten und dass unser Name heißt Union, die eine oder der andere das auch etwas nachhaltig verinnerlichen, weil
das kommt bei den Wählerinnen und Wählern ganz, ganz sicher nicht so gut an. Und das sollten wir auch Richtung Bundestagswahl beenden. Und da sehe ich im Übrigen auch durchaus Chancen dafür. Ich habe jetzt die Papiere der CSU gelesen, die Entwurfspapiere. Ich muss sagen, ich habe da 90-95% Übereinstimmung. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir uns in den inhaltlichen Positionen verständigen. Das ist interessant, dazu kommen wir noch. Frage geht an Herrn Mantay. Die Bundesregierung hat ihre Politik an vielen Stellen verändert, Herr Mantay. Die Flüchtlingslager sind die Erstaufnahmelager, Entschuldigung, sind leer. Glauben Sie, dass es auch Ihnen und Ihrer Partei gegebenenfalls reichen würde, wenn es ein Schuldeingeständnis der Bundeskanzlerin gäbe? Naja, ganz so ist es nicht. Also wir werden in diesem Jahr neue Rekordzahl an Asylbewerbern kommen. Also diese Bagatellisierung, die wir im Moment erleben, das ist nicht richtig. Wir werden eine neue Rekordzahl an Asylanträgen dieses Jahr haben. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlicht monatlich die Statistik, kann jeder im Internet nachlesen. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, Herr Ströbele hat sich gerade so ein bisschen moralisch-christlich hier Ströbele. Erhöht. Entschuldigung. Ströbele ist auch wieder von einer anderen Partei. Ja, nee, das Ganze. Er hat sich gerade ein bisschen moralisch-christlich erhöht. Also ich muss dazu sagen, ich bin selber auch ein gläubiger Mensch und das möchte ich mir eigentlich verbinden. Und man sollte auch nicht religiös argumentieren, wie wir leben. Ich möchte jetzt auch mal was sagen. Wir leben in einem Rechtsstaat und einem laizistischen Staat. Das heißt, wir dürfen nicht religiös argumentieren, ob wir jetzt unser Recht einhalten oder nicht. Und ich weiß, ich kenne die Begründung für die Entscheidung vom 4. September, es sei eine humanitäre Aktion gewesen, dass man halt diese Entscheidung mit Ungarn getroffen hat. Und da frage ich mich, wenn das eine humanitäre Aktion war, wäre es denn unmenschlich, wenn man sich unser Recht hält? Haben wir ein unmenschliches Rechtssystem? Also das war mir doch mal wichtig, jetzt noch zu ergänzen auf Ihre Erwiderung vorhin. Also die Rechtfertigung für den Rechtsbruch finde ich ein bisschen schwach. Und ich habe bis heute keine Rechtsgrundlage gehört für die Entscheidung vom 4. September letzten Jahres. Gut, über diesen Rechtsrahmen haben wir gerade schon diskutiert. Daran will ich Sie jetzt noch mal kurz erinnern. Das ist dann vielleicht auch müßig, wenn dieses Ping-Pong immer weitergeht. Die Frage war ja, würde Ihnen ein Eingeständnis von Fehlern reichen? Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist das nicht so. Offensichtlich, liebe Zuschauer, hat es auf der anderen Seite tatsächlich eine kleine Kurskorrektur gegeben. Oder besser gesagt, die SPD hat die Kurskorrektur schon hinter sich. Und Sigmar Gabriel, der Parteivorsitzende, nimmt sogar das O-Wort in den Mund, das berühmte. So, Sigmar Gabriel sagt, es gibt eine Obergrenze und die liegt bei der Integrationsfähigkeit eines Landes. Wo war er eigentlich, als Horst Seehofer die Obergrenze forderte? Das sind doch zwei ganz verschiedene Sachen. Horst Seehofer geht es darum, dass wir das Asylrecht ändern und dort konkret, so wie es ja auch die AfD will, eine Zahl reinschreiben, so und so viel können kommen. Und sie beantworten nicht, was machen sie, wenn die Zahl, ich glaube Seehofer hat irgendwas von 200.000 ist, von 200.000 gesagt, was machen sie, wenn der 200.000 erste ein fünfjähriger Flüchtlingsjunge ist. Und was wir sagen, ist, dass wir nicht das Asylrecht ändern und auch nicht diese Diskussion um diese Zahl mitmachen, dass aber realistisch gesprochen, und darum geht es bei dieser Politik, um Realismus, dass die Integrationskraft eines Landes, was ist damit gemeint, Kitas besorgen, Schulplätze besorgen, Wohnungen besorgen, Sprache lernen, die Leute mitnehmen auf dem Weg, die zu uns kommen, aber die auch bei uns sind, dass diese Integrationskraft nicht unendlich ist. Und darauf hat übrigens der Bundespräsident letztes Jahr in seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit schon hingewiesen. Ich finde es schwierig, dass es immer diesen Streit gibt und normalerweise könnten Sie ja sagen, na, eigentlich müsste die SPD sich ja freuen, wenn sich CDU und CSU streiten, aber das tun wir in dieser Frage nicht. Warum? Weil die Flüchtlingsfrage schon die Menschen sehr bewegt, vielleicht mehr, als sie tatsächlich in ihrem Alltag stattfindet. Und wenn zu einer Frage, die seit einem Jahr jeden Tag fast auch medial Thema ist, bei den Leuten ein Thema ist, zwei Parteien aus der Bundesregierung, CDU und CSU, verschiedene Meinungen haben. Frau Merkel sagt, wir schaffen das, Herr Seehofer sagt, wir schaffen das nicht. Dann wirkt das natürlich auch auf die Bevölkerung, dann ist sie hoch verunsichert. Und wir haben von Anfang an dieses Schwarz-Weiß-Spiel gar nicht mitgemacht. Wir haben immer gesagt, eine Portion Realismus heißt, wir können auch nur das leisten, was ein Land sozusagen zur Verfügung stellen kann und wo die Menschen auch mitmachen. Damit drücken Sie sich davor, eine exakte Obergrenze zu definieren. Nee. Herr Gabriel hat schon mal 500.000 gesagt, jetzt sagt er, die Obergrenze ist die Integrationsfähigkeit eines Landes. Ist das so eine Art Heldenmut nach Ladenschluss? Ist das redlich, den Leuten nicht präzise zu sagen, was sie glauben, dass Deutschland nun wirklich schaffen kann? Nein, es ist so, dass wir schon im letzten Jahr, aber da gab es auch schon den Streit um die Obergrenze und deswegen ist das wenig durchgedrungen, ein gemeinsames Papier hatten von Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel, dass es uns darum geht, nicht das Asylrecht zu ändern. Wir wollen die Außengrenzen sichern und dann ein europäisches Kontingent haben, wo wir uns bereit erklären, als Europa und damit auch als Deutschland, Kriegsflüchtlinge jedes Jahr aufzunehmen, weil nämlich jeder Kriegsflüchtling ist gar nicht asylberechtigt oder hat ein Recht auf dauerhaftes Asyl. Und das wäre mir auch sehr lieb, weil wir über solche Kontingente auch bestimmen, wer kommt. Und für mich hätte zum Beispiel Vorrang Kinder und Familien. Da ist das Kontingente-Wort. Gabriel mal rauszupauken. Ich würde ganz kurz, wenn Sie es irgendwie entschuldigen, noch mal bei Herrn Ströbele nachfragen. Wir müssen kurz über die Obergrenze reden, denn sie ist ja ein zentrales Wort neben der Kurskorrektur. Die Bundeskanzlerin, Herr Ströbele, lässt nun interessanterweise Herrn Weise, den Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, formulieren, bis wohin wir das eigentlich schaffen. Herr Weise sagt, bei 300.000 Flüchtlingen in diesem Jahr können wir einen geordneten Ablauf garantieren. Zitat Frank
Jürgen Weise vom Bundesamt. Das ist jetzt natürlich keine Obergrenze oder vielleicht doch eine? Das heißt, 300.000 wäre okay? Nein, das hat ein Behördenleiter dargestellt, bis wann er ein geordnetes Verfahren darstellen kann. Ich will das ganz offen, vielleicht noch ein Wort zum Herrn Gabriel. Nicht, das war der im Deutschen Bundestag gesessen ist, auf breiter Brust hatte Flüchtlinge willkommen. Und jetzt redet er von der Obergrenze. Ich war damals, als er diesen Button im Deutschen Bundestag sich angezogen hat, etwas sonderbar berührt. Also das sind schon Pirouetten, die auch da geschlagen werden. Aber Frau Schwesig hat dann schon einen entscheidenden Punkt. Die Obergrenze führt ins Nirvana, diese Debatte. Das ist eine Scheindebatte. Frau Schwesig hat den richtigen Punkt angesprochen. Das ist doch nicht die Frage, ob das in Deutschland willkommen ist und ob wir es wollen. Wir haben 50, 60 Millionen Flüchtlinge auf diesem Globus. Im Übrigen sehr viele Kinder. Ungefähr die Hälfte ist unter 18 Jahre alt. Sehr viele Kinder, die verhungern, ermordet werden, gequält werden. Das ist die Lage. Und das ist nicht eine Herausforderung für Deutschland, sondern das ist eine Herausforderung für Europa, für unseren Kontinent. Und das ist doch auch wirklich ein Skandal, dass dieser 500-Millionen-Kontinent nicht in die Gänge kommt. 1 Million Flüchtlinge, 2 Millionen Flüchtlinge für einen Kontinent mit 500 Millionen Menschen wäre überhaupt kein Problem. Solange das Problem in 3 Ländern gelöst wird und 25 andere machen sich einen schlanken Fuß, funktioniert es nicht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir ändern müssen. Okay. Endlich ja, mal. Nee, kommt auf jeden Fall. Herr Mantel ist gleich dran. Sekunde. Herr Steingart kommt zu seinem Recht. Herr Steingart, es ist jetzt eine Art Obergrenzenlimbo eröffnet. Die 300.000 nennt Herr Weise, Herr Seehofer nennt 200.000, Herr Gauland wird zitieren mit, wir schaffen 100 Flüchtlinge. Wohin führt das oder ist das eine sinnlose Diskussion? Nein, ich glaube, das ist eine notwendige Diskussion. Und ich wollte Herrn Gabriel insofern rauspocken, als dass wir Medien, sage ich jetzt mal, und auch wir politische Beobachter, wir können nicht beide prügeln sozusagen. Die Kanzlerin, weil sie störrisch ist und zänkisch und sich nicht bewegt. Und dann bewegt sich einer und sagt nach so einem Wahlausgang, ich habe verstanden, nehme Wort in den Mund, was ich vorher nicht in den Mund genommen habe, und definiere tatsächlich mal das Thema von der Situation aus, was kann ein Land leisten, was kann die Volkswirtschaft leisten, was können die sozialen Sicherungssysteme leisten, was können die Schulen leisten, und dann können wir ihm nicht Opportunismus vorwerfen. Ich glaube, natürlich ist Herr Gabriel hat eine Positionsänderung vorgenommen, die können Sie Populismus nennen oder Opportunismus, Sie können aber auch sagen, das ist Pragmatismus. Ich glaube, das steht im Auge des Betrachters. Ich glaube nur, man kann nicht beide Vorwürfe erheben. Gegen den einen, er hat sich bewegt und die andere hat sich nicht bewegt, da muss man sich zumindest, wenn man redlich sein will, entscheiden. Ich glaube, dass die Bundesregierung insgesamt sich bewegen muss in die Richtung, dass sie eine Analyse vornimmt, die tatsächlich sich orientiert, wie Herr Weise das gesagt hat, an dem, was machbar ist. Mhm. Geht doch gar nicht anders. Die Menge macht das Gift, trifft auf jedes beliebige Thema zu. Das ein Glas Wein ist bekömmlich, okay, aber drei Flaschen Wein sind sie tot. Wir sind doch schon weiter. Wir brauchen doch nicht die Analyse. Nicht zuletzt durch die Aktivitäten der Bundesregierung, SPD und CDU und der Bundeskanzlerin gehen die Zahlen ja deutlich zurück. Wir sind ja schon ganz konkret am Handeln, am erfolgreichen Handeln. Das Problem ist nur, dass wir uns in einem Moment auch in der Union Zeit nehmen, um mal über dieses erfolgreiche Handeln auch zu sprechen. Aber ehrlich, Herr Mantel, Frage, in der Sendung gibt es immer eine Frage vorneweg. Herr Gauland sagt, 100 Flüchtlinge pro Jahr sollten wir aufnehmen. Glauben Sie, dass mit jeder größeren Zahl die AfD-Wähler tatsächlich überfordert wären? Was Herr Gauland sagt, müssen Sie Herrn Gauland fragen. Was aber entscheidend ist eigentlich, was Herr Strobel jetzt sagte, ich glaube, wir müssen endlich davon aufhören, von europäischen Lösungen zu fabulieren. Es gab noch nie einen und es wird auch keine geben, weil kein Land... Ja, Sie wollen ja keine Lösung. Nein, weil, dann lassen Sie mich bitte doch, Sie reden schon wieder dazwischen, lassen Sie mich noch mal ausreden, das ist die Höflichkeit. Es muss doch endlich mal die Realität in Deutschland anerkannt werden, dass Deutschland einen Sonderweg geht. Wir haben das in der Energiepolitik genau das Gleiche, dass ein deutscher Sonderweg ist, auch bei der unkontrollierten Masseneinwanderung. Es gibt kein Land in der Europäischen Union, das diesen Weg mitgeht. Deshalb wird es auch keine europäische Lösung geben. Aber kein Land wird freiwillig sagen, ich nehme jetzt 500.000, das müssen wir doch endlich mal, diese Realität, die müssen wir doch endlich mal auch sagen und nicht immer wieder sagen, wir brauchen eine europäische Lösung und darüber schimpfen, wenn es die nicht gibt. Darum bemüht man sich in Europa tatsächlich, diese europäische Lösung zu finden. Es ist keine Lösung gewollt, die AfD lebt von der Krise, deswegen wollen sie die Lösung. Trotzdem noch mal bei den Fakten zu bleiben, europäische Außengrenzen und eine gemeinsame europäische Asylpolitik. Herr Mantel, wenn diese beiden Dinge plötzlich in der Landschaft stünden, wäre Ihrer Partei denn der Wind aus den Segeln genommen? Nein, also ich glaube, Sie wollten jetzt sagen, dass wir eine gemeinsame europäische Asylpolitik fordern? Ja. Nein, also wenn es eine Quote in Europa gäbe. Nein. Also wir meinen schon, dass jede Nation selber darüber entscheiden sollte, wie viel Asylbewerber sie aufnimmt oder Flüchtlinge. Das ist nicht unser Programm, hier eine europäische Asyllösung zu finden. Wie gesagt, weil es die nicht geben wird. Das ist die Realität. Es geht nicht darum, was man möchte oder nicht möchte, sondern das ist einfach die Realität in der Europäischen Union. Und da muss man auch in Deutschland endlich einmal anerkennen. Da bleiben die Auffassungen völlig zu Recht unterschiedlich. Herr von Lucke, wir kehren zurück nach Deutschland und fragen uns, wenn es tatsächlich diesen Vergleich gibt, zu sagen, diese Zuwanderung, diese Flüchtlingskrise ist so groß wie die Wiedervereinigung, sie ist epochal,
Haben Sie dann das Gefühl, dass die Bundesregierung auch epochale Anstrengungen unternimmt? Das glaube ich in der Tat. Und ich fand das vorhin interessant. Ich komme zurück auf das, was Gabor Steingart sagte. Sie sprachen von der Blutschweiß- und Tränenrede, die Helmut Kohl gehalten hätte. Die gab es meiner Erinnerung damals gerade nicht. Das war ein Teil des Problems. Wir haben damals blühende Landschaften versprochen bekommen. Der große Streitpunkt gerade auch mit der SPD war, was ist eigentlich die harte Rechnung, die man aufmachen muss? Was wird es kosten? Das wurde damals nicht gemacht. Es wurde zwar ein Soli gemacht, aber es gab eigentlich nicht eine klare Benennung. Wir haben gestern beispielsweise sehr deutlich gehört, in all den Posten, was ist eigentlich, was steht auf dem Spiel? Frau Schwesig hat es zum Teil angesprochen. Es wird enorme Anstrengungen kosten. Es wird übrigens auch interessanterweise, ist alles im Haushalt jetzt inbegriffen, enorme Kosten in der zukünftigen Entwicklungspolitik kosten. Es wird eine, und das ist der große Streit, wenn wir nachher nochmal über die CSU reden müssen, es ist eine völlig andere Politik, die Angela Merkel gestern im Bundestag kenntlich gemacht hat, nämlich eine, die einerseits die Veränderung akzeptiert, bei der sie klar gesagt hat, das Land muss sich verändern, es muss große Anstrengungen in allen Bereichen, die auch Frau Schwesig angesprochen hat, Arbeitsintegration, Bildung, aber auch in dem Versuch, das macht Politik dann schon aus, Herr Mantei, als europäische Gemeinschaft, aber sogar vielleicht global an den Fluchtursachen ansetzen zu wollen. Das ist eine so epochale Aufgabe, da kann man Angela Merkel dann eher die Frage stellen, ist das zu bewältigen? Aber sie ist in einem Maße klar definiert, wie ich es in der Deutlichkeit ansonsten fast nur von Grünen gehört habe. Und das war auch der Grund, warum gestern die Grünen die Partei waren, die sagten, Göring-Eckardt an der Spitze, wir stehen am meisten zu Ihnen. Und das ist faktisch so. Und trotzdem noch mal eine Nachfrage, Herr von Lucke. Bei Großprojekten dieser Größenordnung gibt es neudeutsch das Wort Monitoring. Man informiert regelmäßig über die Probleme, die es gibt und über die Erfolge, die es gibt. Haben Sie das Gefühl, dass wir von dieser Bundesregierung regelmäßig gut über den Status der Bearbeitung dieser Krise aufgeklärt werden? Weil wir ja auch fast noch am Anfang stehen in vielen Bereichen. Das wird Frau Schwesig viel besser beschreiben können. Es ist ja gerade so, das sagen alle Ämter und alle Betroffenen, wir haben gerade die Unterbringungsfrage gelöst. Die Frage der weiteren Bildung, in der Frage der Schulbildung, in der Frage der Inarbeitbringung. Diese Fragen sind ja in weiten Teilen ungelöst. Sie fangen in der Tat an. Bloß die Grundfrage, und das finde ich das Entscheidende, auch wenn man vorhin noch mal Seehofer in O-Ton hören konnte, wir schaffen das, ich mache mir diesen Satz nicht zu eigen. Ich finde es schon grotesk, wir sind ein Jahr nach der Krise. Wenn wir uns ernsthaft fragen, ob dieses Land ein anderes geworden ist, binnen dieses einen Jahres, würde jeder von uns sagen, dem ist nicht so. Das Land ist allenfalls, und das finde ich das große Problem, und das ist das große Dilemma, was uns die CSU, meine ich, nicht zuletzt angeht. Es ist in den Diskursen ein völlig anderes Land. Es ist dramatisch zugespitzt, es ist regelrecht in Teilen verhetzt, es ist die AfD deswegen aufgestiegen in einem Maße, wie wir es nicht hätten uns vorstellen können, aber das Land ist auf einem Wege, das alles zu bewältigen. Es sind die Anfänge gemacht und wir sind weit damit gekommen, an Anfängen, aber es ist kein Land, das ein anderes wäre. Und das ist ein Bild, was die CSU nicht zuletzt zeigt, das ich für grotesk halte. Und dann trotzdem die Nachfrage in der CSU. Ist Horst Seehofer mit dem Satz zu zitieren, dass die Flüchtlingsproblematik ein Ventil sei für viel tiefere Sorgen, die es bei den Menschen gibt? Dann reden wir doch mal darüber. Wenn es wirklich nach Ansbach berechnet, wenn 3 von 4 Deutschen sagen, an meinem persönlichen Leben hat sich überhaupt nichts verändert, woher dann diese Angst? Woher kommt der Erfolg der AfD mit der Vorausschau, dass ein ganz anderes Deutschland werden wird, dass wir unsere kulturelle Identität verlieren werden, anderes mehr? Was meint Horst Seehofer, wenn er sagt, das ist ein Ventil und ein Symbol für viel tiefer liegende Konflikte? Das ist eine interessante Frage. Ja, fangen Seehofer, Sie gerne an. Seehofer bringt dann den großen Begriff der Systemkritik in den Raum. Ja. Er spricht natürlich auch fast schon wieder in populistischer Manier, das ist doch die Politik aus Berlin, die nichts verstanden haben. Das halte ich für ganz gefährliche Begriffe, weil der Begriff erstens natürlich des klassischen Abwatschens der Berliner, nur in Bayern weiß man, was richtig ist, der klassische populistische Jargon ist, der natürlich auch der AfD wunderbar zu Pass kommt. Das Zweite, Systemkritik, wenn er damit gemeint hat, dass wir seit 10 Jahren das Land in einem Krisenmodus haben. Wir haben Krisen gehabt, der Finanzkrise. Wir können auch übrigens auch zu den Schröderschen Reformen, die Agenda-Reformen noch zu bringen, die das Land in hohem Maße mit der Einführung von Hartz IV in eine Spirale der Unsicherheit gebracht haben. Formen von Arbeitsverhältnissen gebracht haben, die alleine den Unterhalt nicht mehr bringen. All diese Dinge haben natürlich in hohem Maße Verunsicherung bei den Leuten erzeugt, die sich jetzt auf das Symbol des Flüchtlings kaprizieren. Der Flüchtling ist gewissermaßen die Inkarnation der Verunsicherung und ist damit eher eine Chiffre dafür und ist gewissermaßen der Sündenbock, an dem diese grundsätzliche Verunsicherung ausgeht. Und das ist das Fatale. Deswegen okay. Und wir nehmen diesen Gedanken von Ihnen nochmal auf, oder besser gesagt gleich zwei. Arbeiten wir dann sozusagen an einem Symptom einer viel tieferen Krise in diesem Land? Oder, das war Ihr Gedanke zuvor, ich hoffe, ich zitiere ihn richtig, große Kanzler wie Helmut Kohl, Willy Brandt sind von den Menschen nachträglich als Außenkanzler beschrieben worden, dass sie im Grunde der Innenpolitik in Deutschland quasi entrückt seien, weil sie sich so für Europa engagierten und für den Rest der Welt, aber eben dann doch ein bisschen die Mühen der Ebenen in Deutschland mieden. Was glauben Sie, ist die richtige Erklärung? Zurück zu dem Ventil und der Unzufriedenheit und Unsicherheit, die viele Menschen umtreibt. Das ist nicht nur in Deutschland. Das haben wir in Europa. Schauen Sie nach Frankreich, Front National,
In viel größerem Maße. In viel größerem, Amerika. Herr von Lucke, in viel größerem Maße, ja. Selbstverständlich. Hm. Sie können in alle europäischen Länder schauen und werden ähnliche Entwicklungen stattfinden. Ich will damit nur sagen, das ist kein speziell deutsches Problem. Und Herr Steingart, Sie haben völlig recht. Im Grunde genommen glaube ich, ein ähnlicher Mechanismus findet gerade in Amerika statt. Ich kann Ihnen das nicht messerscharf und punktgenau analysieren. Da gibt es berufenere Menschen dafür, nicht? Aber es ist eine Verunsicherung, eine Unsicherheit. Das hat ganz sicher etwas mit Globalisierung zu tun. Das hat ganz sicher etwas zu tun mit Digitalisierung, dass Menschen mit Entwicklungen nicht mehr zurechtkommen und dann anfällig sind für diejenigen, ich sag's mal ganz einfach, die sagen, früher war doch alles besser. Mhm. Wobei man immerhin hinterfragen kann, ob es tatsächlich früher auch besser gewesen wird. Und das wird dann ausgenutzt und dann wird so eine Geschichte draus gemacht, wir da unten, die da oben. Und das ist so diese Grundstimmung, auf die sich dann die Populisten setzen. Und ja, teilweise natürlich auch es damit ist, erfolgreich. Es ist nur schrecklich konkret. Angeht, der zweite Teil Ihrer Frage ist der, das will ich schon auch beantworten. Ich glaube, dass Angela Merkel dieses Land durch schwierigste internationale Krisen gut geführt und gut gebracht hat. Mhm. Und es ist auch ein Verdienst dieser Bundeskanzlerin, dass es uns in Deutschland so gut geht, wie es uns geht, besser als den meisten auf diesem Globus, als den meisten anderen Ländern in Europa und dass unsere deutsche Bundeskanzlerin auch international ein solches Ansehen genießt, darüber dürfen wir uns als Deutsche schon auch freuen. Da trifft aber dann doch die Kritik der SPD eben genau in diese Wunde. Weil die Krise ist von den Grenzen in die Sozialämter und in die Schulen und in die Jobcenter gewandert in diesem Land. Ist die Kanzlerin mit den deutschen Problemen nicht mehr vertraut? Ist sie ihnen entrückt, war die Frage. Nein, wir müssen die Probleme lösen. Ich bin ja ganz einig, wir müssen die Menschen schnell Sprache, dann Ausbildung und dann müssen wir sie schneller in Arbeit bringen. Ich habe jetzt in meiner Heimatstadt ein Projekt gemacht, verstehen Sie, wenn ich in ein mittelständisches Unternehmen zu einem Handwerker in Baden-Württemberg gehe, der klagt nicht über zu hohe Steuern und zu viel Bürokratie, nein, der sagt keine Leute, das heißt, er hat keine Menschen. Er hat, okay. Ja, aber das müssen wir zusammenbringen. Ich glaube und das nicht, dauert Monate und Jahre. Nicht, und wir haben jetzt in Heilbronn ein Modell gemacht mit der Bundesagentur für Arbeit, mit dem BAMF. Und es dauert einen Tag. Und dann sind die in Arbeit. Dann und so müssen wir es jetzt bundesweit hinkriegen und ein und bisschen schaffen. Tempo machen. Und da ist die Antwort auf Herrn Steingart von vor 40 Minuten. Hier sind unsere Facebooker zu dieser Sendung. Sie ist die Kanzlerin der Flüchtlinge, aber nicht der eigenen Bevölkerung. Wie argumentiert man dagegen, Herr Steingart? Punktuell auf dieses Thema bezogen hat die Zuschauerin, die das Katrin sagt, sicherlich nicht unrecht. Aber ich hatte das Gefühl, wir waren in der Strobel in der Diskussion schon weiter und haben gesagt, wir sind nicht allein in Deutschland. Es ist kein Thema AfD, es ist kein Thema Flüchtlinge. Amerika hat andere Themen, die Österreicher haben andere Themen und sie haben bei einer Präsidentenwahl erstmals keinen etablierten Kandidaten mehr dort gehabt. Bei der Suche nach der Frage, was liegt darunter? Die Hyperkomplexität unserer Zeit, in der sich sozusagen Dinge miteinander verkettet haben, die praktisch nichts miteinander zu tun haben. Die rasante Digitalisierung, die die Arbeitswelt verändert. Wir haben es zu tun mit einer Globalisierung, die tatsächlich die Gewichte, auch die Machtgewichte der Welt, die Leute spüren das, nochmal verschieben vom Westen hin in andere Kontinente. Und wir haben es zu tun mit einer Europäisierung, die, so wie wir uns das gedacht haben, nicht klappt. Wir bezahlen dieses europäische Projekt derzeit mit Geld, das wir drucken. In rasanter Weise wird jede Nacht Geld gedruckt. Das war ja der Beginn sozusagen der Erfolgsgeschichte der AfD und der Beginn der Schwierigkeiten. Dieses Zusammentreffen von Europäisierung, Digitalisierung und Globalisierung schafft eine Hyperkomplexität, der die Politik durch eine, ich sag mal, Fiktionalisierung und auch eine Banalisierung, Herr Strobel, durch einfache Sätze zu entkommen versucht. Deutschland bleibt Deutschland, ist aus meiner Sicht der nächste falsche Satz der Bundeskanzlerin. Das kann unter dem Druck dieser Ereignisse gar nicht sein. Mhm. Wir müssen die Bevölkerung, wir müssen uns selber mitnehmen auf eine Reise. Deutschland wird so nicht Deutschland bleiben. Wir werden uns verändern, wir sind in einem Transformationsprozess, vor dem ich nicht Ängste schüren will, sondern Neugier und da stecken Chancen drin. Aber ihn zu leugnen, das macht einen unruhig, wenn der Chef der Kompanie oder die Chefin so sagt, das bleibt alles, wie es ist und jeder spürt ja und geht durch die Innenstadt, in den DAX-Konzernen. Wir werden internationaler werden, wir werden bunter werden. Und dann bewegen wir uns in der Analyse, bewegen wir uns jetzt sehr vom ganz konkreten Alter. Dann ist die Frage, Sekunde, Frau Schwesig, dann ist die Frage, wenn wir Herrn Steingarts Gedanken folgen, dann ist die AfD nicht weg als politische Herausforderung, wenn wir die Flüchtlingskrise gelöst haben. Weil dann gibt es tiefere Probleme für die Verunsicherung der Menschen in diesem Land.
Ich hätte auch die These nicht aufgestellt, dass die AfD so schnell weg ist. Mhm. Ich glaube das auch nicht. Das ist aber jetzt für mich auch gar nicht ausschlaggebend. Diese ganz komplexen Dinge gibt es, aber ich finde, wir bewegen uns sehr vom Alltag der Menschen weg. Das, was mir begegnet sind, ist erstmal 80% der Menschen, und da will ich jetzt auch mal den Blick drauf werfen, wählen gerade nicht AfD, sondern wählen andere Parteien, weil sie sagen, das ist mir viel im Wahlkampf begegnet, wir wollen AfD nicht, wir wollen nicht diese Stimmungsmache in unserem Land. Und wenn man jetzt auf die anderen 20% schaut, die AfD wählen, dann sind das ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen wirklich die Abstimmung über die Flüchtlingspolitik, aber zum anderen auch teilweise auch sozialer Frust. Und ich finde schon, dass man da nochmal ansetzen muss. Und diese Flüchtlinge hat mir gut gefallen, weil ich es auch so sehe. Sie sind eigentlich nur Projektionsfläche. Sie benutzen sie als Projektionsfläche. Sie richten sich damit gegen die Schwächsten, anstatt sich mal mit den Großen anzulegen. Aber sie sind Projektionsfläche für Dinge, die in unserem Land doch nicht so toll laufen. Und ganz ehrlich, das Wohnungsproblem hatten wir auch schon ohne Flüchtlinge. Und deshalb ist es richtig, dass wir jetzt endlich sozialen Wohnungsbau machen. Und übrigens, da gibt es einen Unterschied zur AfD. Hier in Berlin sagt unser regierender Bürgermeister Michael Müller, ich mache sozialen Wohnungsbau und Sie wollen die landeseigenen Wohnungen vertickern und privatisieren, wenn man auch mal einen inhaltlichen Unterschied sehen will. Ist es, Herr von Lucke, im Grunde genommen so, dass mit der Agenda-Politik von Gerhard Schröder die SPD eine harte linke Konkurrenz bekam und dass jetzt mit dieser Flüchtlingskrise die Union eine harte rechte Konkurrenz bekommt? Absolut, das ist der Faktor und das wird sich wahrscheinlich so bald nicht ändern. Ich bin ganz sicher, dass sich das, und wir haben keine Anhaltspunkte, gerade die Tatsache, dass sich die Union in diesem Maße zerstreitet, ist so etwas wie das Unterfutter für die AfD. Wir haben alle Veranlassung zu glauben, die AfD musste ja in diesem Wahlkampf fast gar nichts mehr machen. Sie musste sich ja in ihrer Spitze zwar ein paar Mal zeigen, sie konnte so zerstritten sein, wie sie wollte, sie wurde trotzdem gewählt, ob der Zerstrittenheit der Union. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie 2017 im Bundestag sitzt, dann haben wir faktisch auf der rechten Seite das gleiche Spaltprodukt wie auf der linken Seite mit der Linkspartei. Das hat aber die fatale Konsequenz, dass wir wahrscheinlich wieder die große Koalition bekommen werden, die wir jetzt schon haben, mit einer weiteren Radikalisierung der Ränder. Das ist der ewig gleiche Lauf, der einsetzt, wenn man letztlich die Ränder nicht integriert. Gibt es eine Alternative? Die Alternative wäre meines Erachtens eine schleunige Einigung, eine schleunigste Einigung innerhalb der Union, die in der Lage wäre, und das halte ich vor allem wäre die Aufgabe der CSU, die in der Lage wäre, deutlich zu machen, wir haben viel erreicht, wir sind in der Lage, es gemeinsam zu schaffen und nicht ständig der AfD Munition zuzuspielen, indem man sagt, wir schaffen es doch nicht und wir wollen es vielleicht nicht. Herr Mantai, letzte Frage. Wir schauen, ist schon klar, und hier kommt trotzdem erstmal die Frage, das machen wir hier so. 2017, Bundestagswahl. Die AfD ist gegebenenfalls im Bundestag, aller Voraussicht nach. Dann würde das tatsächlich bedeuten, dass die von Ihnen so verhasste Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder Bundeskanzlerin würde, weil es kein Regieren gegen die CDU gäbe. Solche Vokabeln sind mir völlig fremd. Ich hasse niemanden in der Politik. Okay, es geht immer um die Sache. Nein, es geht immer um die Sache in der Politik. Und Herr von Lucke, Sie sollten mal von Ihrem wissenschaftlichen Elfenbeinturm irgendwie runter. Sie hat mich gerne besuchen kommen. Sie haben gesagt, wir haben fast nichts machen müssen. Also wir sind seit Wochen und Monaten unterwegs. Wir haben sehr harten Wahlkampf gemacht. Wir haben es ehrenamtlich gemacht. Wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht. Flyer verteilt, Plakate gegen das ganze Programm. Wir haben sehr, sehr viel gearbeitet. Also es ist definitiv nicht so, dass wir gar nichts gemacht haben. Selbst wenn Sie nichts gemacht hätten, weil der Rest ist zerstört. Das ist definitiv falsch. Das ist definitiv falsch. Ich habe meinen Wahlkreis gewonnen und ich sage Ihnen, das fällt nicht vom Himmel. Das haben ja nicht alle bei uns die Wahlkreise gewonnen. Nach Ihrer Theorie hätten wir alle die Wahlkreise gewinnen müssen, sondern das haben wir deshalb gemacht, weil wir Bürgerveranstaltungen gemacht haben. Und dem Punkt muss ich wirklich mal vor Schwesig recht geben. Das war eine sehr hochabstrakte Diskussion teilweise. Ein bisschen völlig an vorbei. Ich empfehle Ihnen wirklich mal Veranstaltungen vor Ort zu besuchen. Ich habe Bürgerveranstaltungen gemacht. Da geht es um ganz konkrete Dinge. Und eben nicht nur um die unkontrollierte Masseneinwanderung, auch um ganz andere, auch landespolitische Dinge. Und das entspricht nicht der Realität im Landtagswahlkampf Mecklenburg-Vorpommern. Das haben Sie überhaupt nicht richtig wahrgenommen, muss ich immer so deutlich sagen. Ich war jeden Tag unterwegs. Ich habe viele Veranstaltungen gemacht, viele Bürgergespräche. Aber Herr Mann, Sie haben Wahlkampf wollen in MV mit Themen gemacht, die in MV nicht wirklich Probleme sind. Das stimmt Probleme überhaupt nicht. Bin ja ständig an Ihren Plakaten vorbeigefahren. Das blieb mir ja nichts anderes übrig, wenn man da gewohnt hat. Plakat Terror stoppen. Es gab keinen Terroranschlag in Mecklenburg-Vorpommern. Kommen wir zum Terror. Die Frage kommt auch immer mit dem Terror. Ihr Vorsitzender hat gesagt, lass mich aber mit dem Terror, das muss ich natürlich mal erklären. Ihr Vorsitzender hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass unser Land kein Kalifat wird, wo wir gerade 23.000 Flüchtlinge haben. Sie haben Wahlkampf auf Kosten der Schwächsten gemacht. Sie sind eigentlich vorbei. Und ehrlich gesagt, ich hatte versucht, mit Ihnen gemeinsam mal einen Blick in das Jahr 2017 zu machen. Das machen wir dann vielleicht das nächste Mal, Herr Mantai. Wir hängen leider schon 4 Minuten und da muss ich jetzt tatsächlich auch mit der puren Uhr, mit der puren Physis darum bitten, dass wir zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen herzlich. Bei Markus Lanz, ich spreche auch gleich ein bisschen schneller, sitzt jetzt Juli C. und Ranga Yogeshwar. Ich mache sozialen Wohnungsbau und Sie wollen die landeseigenen Wohnungen vertickern und privatisieren, wenn man auch mal einen inhaltlichen Unterschied sehen will. Ist es, Herr von Lucke, im Grunde genommen so, dass mit der Agenda-Politik von Gerhard Schröder die SPD eine harte linke Konkurrenz bekam und dass jetzt mit dieser Flüchtlingskrise die Union eine harte rechte Konkurrenz bekommt?
Absolut. Das ist der Faktor und das wird sich wahrscheinlich so bald nicht ändern. Ich bin ganz sicher, dass sich das, und wir haben keine Anhaltspunkte, gerade die Tatsache, dass sich die Union in diesem Maße zerstreitet, ist so etwas wie das Unterfutter für die AfD. Wir haben alle Veranlassung zu glauben, die AfD musste ja in diesem Wahlkampf fast gar nichts mehr machen. Sie musste sich ja in ihrer Spitze zwar ein paar Mal zeigen, sie konnte so zerstritten sein, wie sie wollte, sie wurde trotzdem gewählt, ob der Zerstrittenheit der Union. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie 2017 im Bundestag sitzt, dann haben wir faktisch auf der rechten Seite das gleiche Spaltprodukt wie auf der linken Seite mit der Linkspartei. Das hat aber die fatale Konsequenz, dass wir wahrscheinlich wieder die große Koalition bekommen werden, die wir jetzt schon haben, mit einer weiteren Radikalisierung der Ränder. Das ist der ewig gleiche Lauf, der einsetzt, wenn man letztlich die Ränder nicht integriert. Gibt es eine Alternative? Die Alternative wäre meines Erachtens eine schleunige Einigung, eine schleunigste Einigung innerhalb der Union, die in der Lage wäre, und das halte ich vor allem wäre die Aufgabe der CSU, die in der Lage wäre, deutlich zu machen, wir haben viel erreicht, wir sind in der Lage, es gemeinsam zu schaffen und nicht ständig der AfD Munition zuzuspielen, indem man sagt, wir schaffen es doch nicht und wir wollen es vielleicht nicht. Herr Mantel, letzte Frage. Wir schauen, ist schon klar, und hier kommt trotzdem erstmal die Frage, das machen wir hier so. 2017, Bundestagswahl. Die AfD ist gegebenenfalls im Bundestag, aller Voraussicht nach. Dann würde das tatsächlich bedeuten, dass die von Ihnen so verhasste Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder Bundeskanzlerin würde, weil es kein Regieren gegen die CDU gäbe. Solche Vokabeln sind mir völlig fremd. Ich hasse niemanden in der Politik. Okay, es geht immer um die Sache. Nein, es geht immer um die Sache in der Politik. Und Herr von Lucke, Sie sollten mal von Ihrem wissenschaftlichen Elfenbeinturm irgendwie runter. Sie hat mich gerne besuchen kommen. Sie haben gesagt, wir haben fast nichts machen müssen. Also wir sind seit Wochen und Monaten unterwegs. Wir haben sehr harten Wahlkampf gemacht. Wir machen das alles ehrenamtlich gemacht. Wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht. Flyer verteilt, Plakate gegen das ganze Programm. Wir haben sehr, sehr viel gearbeitet. Also es ist definitiv nicht so, dass wir gar nichts gemacht haben. Selbst wenn Sie nichts gemacht hätten, weil der Rest ist Das ist definitiv falsch. Ich habe meinen Wahlkreis gewonnen und ich sage Ihnen, das fällt nicht vom Himmel. Das haben ja nicht alle bei uns die Wahlkreise gewonnen. Nach Ihrer Theorie hätten wir alle die Wahlkreise gewinnen müssen, sondern das haben wir deshalb gemacht, weil wir Bürgerveranstaltungen gemacht haben. Und dem Punkt muss ich wirklich mal vor Schwesig recht geben. Das war eine sehr hochabstrakte Diskussion teilweise. Ein bisschen völlig an vorbei. Ich empfehle Ihnen wirklich mal Veranstaltungen vor Ort zu besuchen. Ich habe Bürgerveranstaltungen gemacht. Da geht es um ganz konkrete Dinge. Und eben nicht nur um die unkontrollierte Masseneinwanderung, auch um ganz andere, auch landespolitische Dinge. Und das entspricht nicht der Realität im Landtagswahlkampf Mecklenburg-Vorpommern. Das haben Sie überhaupt nicht richtig wahrgenommen, muss ich immer so deutlich sagen. Ich war jeden Tag unterwegs. Ich habe viele Veranstaltungen gemacht, viele Bürgergespräche. Aber Herr Mann, Sie haben Wahlkampf wollen in MV mit Themen gemacht, die in MV nicht wirklich Probleme sind. Das stimmt Probleme überhaupt nicht. Ich bin ja ständig an Ihren Plakaten vorbeigefahren. Das blieb mir ja nichts anderes übrig, wenn man da gewohnt hat. Plakat, Terror stoppen. Es gab keinen Terroranschlag in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Vorsitzender hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass unser Land kein Kalifat. Integration in den Arbeitsmarkt, vor allem auch gute Bildung für die Kinder, dass man auch nicht die Fehler wiederholt wie in den 60er Jahren, dass man sich nur auf die männliche Arbeitskraft und nicht auf die Kinder und Frauen konzentriert. In der Analyse bin ich bei Ihnen. Sie haben es ja auch selbst gesagt. Andrea Nahles hat früh darauf hingewiesen, Leute, da kommt nicht überall gleich der syrische Arzt, den man sofort sozusagen braucht, sondern es kommen auch viele, die müssen wir qualifizieren. Aber ich möchte an einem Punkt widersprechen, dass wir da jetzt nichts haben. Wir haben sehr früh, gerade die SPD-Ministerin Nahles, Hendricks und ich, vorgelegt, wie sieht ein solches Integrationskonzept aus. Dann haben wir zu lange diskutiert, das Geld dafür bereitzustellen. Das habe ich vorhin auch kritisiert. Aber das machen wir jetzt. Andrea Nahles hat entsprechende Programme. Wir stocken gerade zum Beispiel die Sprachförderung in den Kitas auf und wir sorgen mit einem sozialen Programm für Wohnungsbau dafür, dass unsere einheimische Bevölkerung endlich bezahlbare Wohnungen kriegt. Frau Schwiesig, mir ist einfach noch wichtig, weil jetzt im Raum stand, dass wir da gar nichts machen. Wir haben ein Integrationskonzept, wo wir viel Geld ausgeben, nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für die Bevölkerung. Ich würde gerne noch mal zu diesem Punkt zurück. Wenn jetzt die Maxime lautet, wie gesagt, die Kursänderung hat es längst gegeben, wenn jetzt die Maxime lautet, abschotten, bloß nicht alle ins Land lassen, zusehen, dass die fälschlicherweise hier gelandet sind, wieder rauskommen und sich trotzdem auf der anderen Seite für eine weltoffene Politik feiern lassen. Ist das in Ihren Augen redlich und macht die SPD das mit? Die SPD kritisiert, dass dieser Satz, wir schaffen das, nicht ausreicht, sondern wir müssen hinkommen zum wir machen das. Das wurde eben angesprochen. Wir müssen jetzt darüber sprechen und die Programme laufen jetzt an. Wie funktioniert Integration? Denn die Menschen erwarten zwei Dinge. Zum einen, ja, sie erwarten, dass nicht in diesem Jahr auch wieder 1 Million kommt und im nächsten auch. Da haben wir gehandelt, ist eben angesprochen worden, Fluchtursachen bekämpft, wir verhandeln über europäische Kontingente. Wir haben eine Vereinbarung mit der Türkei, die auch wichtig ist deshalb, weil es nicht sein kann, dass die ganze Zeit, ja, das meiste Geld an dieser ganzen Sache haben die Schlepper verdient. Und denen war egal, ob ein Menschenleben hier ankommt oder nicht. Und dass wir das durchkreuzen, finde ich auch aus humanitären Gründen richtig. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Menschen jetzt im Land erwarten, das ist mir begegnet. Ich war ja jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern viel unterwegs und die haben gesagt, funktioniert das denn mit der Integration? Halten die Leute sich an unsere Werte? Und das ist wichtig. Deswegen Sprache, Kinder so schnell wie möglich in die Kita. Und ich begleite selbst eine syrische Flüchtlingsfamilie mit 5 Kindern. Und da ist das so. Der Sohn ist jetzt in die Schule gekommen, der lernt dort fleißig, der Mann macht den Sprachkurs und die haben eigentlich nur einen Wunsch, dass sie froh, dass sie endlich nicht mehr
unter Bomben sind mit ihrer Familie und B, dass sie jetzt hier schnell die Sprache lernen und wissen, dass sie sich auch anstrengen müssen. Ich glaube, diese beiden Sachen zusammen sind wichtig, aber was auch wichtig ist, dass wir eben nicht nur über dieses Thema reden. Was nämlich die Menschen auch sagen ist, macht ihr jetzt eigentlich nur noch Flüchtlinge oder habt ihr auch noch einen Blick für unsere Alltagssorgen? Wie sieht's aus mit der Vereinbarkeit? Wie geht's aus weiter mit der Pflege und bezahlbarer Wohnraum? Das ist das A und O. Wir sind trotzdem, und das nehmen Sie nicht übel, natürlich ein wenig fokussiert auf dieses Thema, weil es auch die Bundespolitik beschäftigt und weil unter anderem auch das, was man aus München hört, an keinem Tag zu überhören ist. Warum fordert dann eigentlich die CSU nach wie vor eine Kurskorrektur? Wie sehr, Herr Steingart, treibt die CSU die Bundeskanzlerin vor sich her? Sie tut es gerade wieder mit einem Strategiepapier. Es wird eine Obergrenze festgelegt von 200. Ich muss auf diese Wahl fokussieren. Und er hat es in brillanter Weise auch gemacht. Er hat auch, wie Herr Sellering durchaus auch, dem man das als redlichem Landesvater gar nicht im Maße zugetraut, der natürlich genau auch sich absetzen von Angela Merkel gesagt hat, wir müssen dem Chaos der Flucht ein Ende machen. Und Gabel, kann man es noch zuspitzen, hat gewissermaßen links wie rechts blinkend sich von der eigenen Politik abgesetzt. Aber er hat damit instinktsicher die einzige Chance der SPD genutzt, nämlich auf die Zerstrittenheit der Union zu setzen. Denn das erleben wir ja gerade. Die Union selbst ist es, CSU und CDU, die sich fast desaströserweise in eine Eskalation treiben, aus der man gegenwärtig nicht sehen kann, wie Herr Strobel und die CDU und Frau Merkel natürlich zuallererst unbeschadet herauskommen können. Und wir sind bei Matthias Mantay. Herr Mantay, Sie sind für, oder besser gesagt mit der AfD, Träger eines der Direktmandate, die es in Mecklenburg-Vorpommern gab. 2% Flüchtlinge gibt es in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt. Und Sie sagen, Merkel muss weg. Das ist das Mantra der AfD. Wer soll eigentlich nach ihr kommen? Wer soll es machen? Horst Seehofer? Das ist ja nicht unser Problem. Eben 2%, das stimmt doch nicht. Ich glaube, es sind 3 bis 4. Und übrigens sind es auch keine Flüchtlinge, sondern erstmal Asylbewerber. Ob es Flüchtlinge sind, wird sich dann entscheiden. Also nicht jeder ausländische Staatsbürger, der die Grenze überschreitet nach Deutschland und Asyl ruft, ist ja ein Flüchtling. Von Flüchtlingsstatus, den sie jetzt anerkannt bekommen müssen, aber das nur am Rande. Und es geht auch gar nicht um die Prozentzahlen. Der Vorwurf kommt ja immer, dass gesagt wird, ach, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja gar nicht so viele ausländische Staatsbürger. Da möchte ich die Gegenfrage stellen, ab wie viel Prozent ausländischer Staatsbürger ist es denn legitim, die AfD zu wählen? Punkt 1. Punkt 2. Wollen wir dann erst Verhältnisse haben wie in Nordrhein-Westfalen in einigen Städten, wie wir sie in Köln erlebt haben, wollen wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht haben. Von daher finde ich die Frage nach den Prozenten eigentlich irrelevant. Okay, und also im Sie Übrigen, glauben, dass antizipierend gewählt wird und aus Sorge gewählt wird? Wie erklären Sie sich denn Ihren Erfolg? Naja, das sind 2 Punkte. Einmal die Bundespolitik spielt eine große Rolle, das sehe ich schon auch so, aber auch die Landespolitik. Das ist wahrscheinlich in dieser Runde nicht so bekannt. Wir hatten auch viele landespolitische Themen, wo die Regierung an den Interessen der Bürger vorbei regiert hat. Wir hatten 3 Reformen, die Gebietsreform, Polizeireform und die Gerichtsreform. Und alles hatte eigentlich zur Folge, dass der Staat sich aus der Fläche zurückzieht. Es gab Zentralismus, das heißt, der Bürger, der hat sich immer weiter oder der Staat immer weiter entfernt vom Bürger. Und das gab halt viel Frust, viel Ärger in der Bevölkerung, sodass es auch eine große Rolle spielte, neben der Geschichte mit der unkontrollierten Masseneinwanderung. Und wenn Sie noch versuchen, diese erste Frage zu beantworten von mir, was glauben Sie, wer könnte es besser als Frau Merkel? Ist Horst Seehofer jemand, den Sie da akzeptieren würden? Denken Sie darüber überhaupt nach? Horst Seehofer macht ja immer so das Spiel, dass er eigentlich ganz vernünftige Dinge sagt, aber im Grunde, das ist ja seit Jahren immer das gleiche Spiel. Er sagt eigentlich Dinge, die wir als AfD vielleicht auch noch sagen würden, aber er macht mit, er ist mitverantwortlich. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, nur zu sagen, Merkel muss weg. Ich sage mal, ohne unten gibt es keine oben. Das machen ja alle mit. Auch die CSU macht immer wieder mit. Sie kritisiert zwar Dinge, tönt laut, aber letztlich trägt sie das Handeln von Frau Merkel, von der Regierung mit und macht sich genauso mitverantwortlich für die Misere, die wir in Deutschland haben. So, und damit sind wir, Herr Strobel, bei Ihnen. Die Angela Merkel hat in ihrer Rede im Bundestag gesagt, wir alle müssen darüber nachdenken, wie können wir das Vertrauen der Menschen wieder zurückgewinnen und vorneweg natürlich ich. Ist Ihnen schon ein entscheidender Gedanke gekommen, wie man enttäuschte Wähler wieder gewinnen kann? Ja, das beschäftigt uns. Wie viel Geld wir jetzt Ländern und Kommunen geben, um dann auch wirklich die Integrationsleistung auch zu bringen. Dass wirklich für jedes Kind ein Kita-Platz da ist, damit die Kinder die Sprache lernen. Und dass nicht für die einheimischen Kinder jetzt der Kita-Platz fehlt. Wir haben ewig diskutiert über weitere Gelder. Und da hat dann mein Ministerpräsident gesagt, was nicht funktioniert ist. Dass Sie sagen, wir schaffen das. Und bei uns Ländern und Kommunen, dass wir machen das, landet. Okay. Albrecht von Lucke, Politologe. Herr von Lucke, hat die SPD jetzt die Zeichen der Zeit erkannt? Oder würden Sie sagen, das ist ein machtpolitisches Kalkül? Sich jetzt auch zu distanzieren von dem, was man gestern noch mitbeschlossen hat? Das war erstmal, was die mecklenburgische Wahl anbelangt, ein unwahrscheinlich instinktives Setzen von Sigmar Gabriel im Konzert mit Herrn Sellering auf die Tatsache, dass das ein Stück weit zur Schicksalswahl von Angela Merkel gemacht werden würde. Denn das müssen wir uns ja bewusst machen. Es ist ja eine Wahl gewesen, faktisch haben 160.000 Menschen AfD gewählt. Das sind die 20%, die Herr Mantay und andere auf ihre Partei gebracht haben. Und das ist jetzt, ob der Symbolik des Datums, der 4. September, ja, der Flucht, ist das zu dem Schicksalsdatum von Angela Merkel auch medial verstärkt hochgeschrieben und hochgesendet worden. Gabriel hat das genau erkannt, hat genau gesehen, ich muss auf diese Wahl fokussieren. Und er hat es in brillanter Weise auch gemacht. Er hat auch, wie Herr Sellering durchaus auch, dem man das als redlichem
Landesvater gar nicht dem Maße zugetraut, der natürlich genau auch sich absetzen von Angela Merkel gesagt hat, wir müssen dem Chaos der Flucht ein Ende machen. Und Gabriel, kann man es noch zuspitzen, hat gewissermaßen links wie rechts blinkend sich von der eigenen Politik abgesetzt. Aber er hat damit instinktsicher die einzige Chance der SPD genutzt, nämlich auf die Zerstrittenheit der Union zu setzen. Denn das erleben wir ja gerade. Die Union selbst ist es, CSU und CDU, die sich fast desaströserweise in eine Eskalation treiben, aus der man gegenwärtig nicht sehen kann, wie Herr Strobel und die CDU und Frau Merkel natürlich zuallererst unbeschadet herauskommen können. Und wir sind bei Matthias Manthey. Herr Manthey, Sie sind für, oder besser gesagt mit der AfD, Träger eines der Direktmandate, die es in Mecklenburg-Vorpommern gab. 2% Flüchtlinge gibt es in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt. Und Sie sagen, Merkel muss weg. Das ist das Mantra der AfD. Wer soll eigentlich nach ihr kommen? Wer soll es machen? Horst Seehofer? Das ist ja nicht unser Problem mit den 2%. Das stimmt doch nicht. Ich glaube, es sind 3 bis 4. Und übrigens sind es auch keine Flüchtlinge, sondern erstmal Asylbewerber. Ob es Flüchtlinge sind, wird sich dann entscheiden. Also nicht jeder ausländische Staatsbürger, der die Grenze überschreitet nach Deutschland und Asyl ruft, ist ja ein Flüchtling. Von Flüchtlingsstatus, den sie jetzt anerkannt bekommen müssen. Aber das nur am Rande. Und es geht auch gar nicht um die Prozentzahlen. Der Vorwurf kommt ja immer, dass gesagt wird, ach, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es da gar nicht so viele ausländische Staatsbürger. Da möchte ich die Gegenfrage stellen, ab wie viel Prozent ausländischer Staatsbürger ist es denn legitim, die AfD zu wählen? Punkt 1. Punkt 2. Wollen wir dann erst Verhältnisse haben wie in Nordrhein-Westfalen in einigen Städten, wie wir sie in Köln erlebt haben, wollen wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht haben. Von daher finde ich die Frage nach den Prozenten eigentlich irrelevant. Okay, und also im Sie Übrigen, glauben, dass antizipierend gewählt wird und aus Sorge gewählt wird? Wie erklären Sie sich denn Ihren Erfolg? Naja, das sind 2 Punkte. Einmal die Bundespolitik spielt eine große Rolle, das sehe ich schon auch so, aber auch die Landespolitik. Das ist wahrscheinlich in dieser Runde nicht so bekannt. Wir hatten auch viele landespolitische Themen, wo die Regierung an den Interessen der Bürger vorbei regiert hat. Wir hatten 3 Reformen, die Gebietsreform, Polizeireform und die Gerichtsreform. Und alles hatte all diese Dinge haben natürlich in hohem Maße Verunsicherung bei den Leuten erzeugt, die sich jetzt auf das Symbol des Flüchtlings kaprizieren. Der Flüchtling ist gewissermaßen die Inkarnation der Verunsicherung und ist damit eher eine Chiffre dafür und ist gewissermaßen der Sündenbock, an dem diese grundsätzliche Verunsicherung ausgeht. Und das ist das Fatale. Deswegen okay. Und wir nehmen diesen Gedanken von Ihnen nochmal auf, oder besser gesagt gleich 2. Arbeiten wir dann sozusagen an einem Symptom einer viel tieferen Krise in diesem Land? Oder, das war Ihr Gedanke zuvor, ich hoffe, ich zitiere ihn richtig, große Kanzler wie Helmut Kohl, Willy Brandt sind von den Menschen nachträglich als Außenkanzler beschrieben worden, dass sie im Grunde der Innenpolitik in Deutschland quasi entrückt seien, weil sie sich so für Europa engagierten und für den Rest der Welt, aber eben dann doch ein bisschen die Mühen der Ebenen in Deutschland mieden. Was glauben Sie, ist die richtige Erklärung? Zurück zu dem Ventil und der Unzufriedenheit und Unsicherheit, die viele Menschen umtreibt. Das ist nicht nur in Deutschland. Das haben wir in Europa. Schauen Sie nach Frankreich, Front National. In viel größerem Maße. In viel größerem Amerika. Herr von Lucke, in viel größerem Maße, selbstverständlich. Sie können in alle europäischen Länder schauen und werden ähnliche Entwicklungen stattfinden. Ich will damit nur sagen, das ist kein speziell deutsches Problem. Und Herr Steingart, Sie haben völlig recht. Im Grunde genommen glaube ich, ein ähnlicher Mechanismus findet gerade in Amerika statt. Ich kann Ihnen das nicht messerscharf und punktgenau analysieren. Da gibt es berufenere Menschen dafür, nicht? Aber es ist eine Verunsicherung, eine Unsicherheit. Das hat ganz sicher etwas mit Globalisierung zu tun. Das hat ganz sicher etwas zu tun mit Digitalisierung, dass Menschen mit Entwicklungen nicht mehr zurechtkommen und dann anfällig sind für diejenigen, ich sage es mal ganz einfach, die sagen, früher war doch alles besser. Wobei man immerhin hinterfragen kann, ob es tatsächlich früher auch besser gewesen wird. Und das wird dann ausgenutzt und dann wird so eine Geschichte draus gemacht, wir da unten, die da oben. Und das ist so diese Grundstimmung, auf die sich dann die Populisten setzen und ja, teilweise natürlich auch es damit ist, erfolgreich. Glaube, es ist nur schrecklich Angela Merkel konkret. Angeht, der zweite Teil Ihrer Frage ist der, das will ich schon auch beantworten. Ich glaube, dass Angela Merkel dieses Land durch schwierigste internationale Krisen gut geführt und gut gebracht hat. Und es ist auch ein Verdienst dieser Bundeskanzlerin, dass es uns in Deutschland so gut geht, wie es uns geht, besser als den meisten auf diesem Globus, als den meisten anderen Ländern in Europa und dass unsere deutsche Bundeskanzlerin auch international ein solches Ansehen genießt, darüber dürfen wir uns als Deutsche schon auch freuen. Da trifft aber dann doch die Kritik der SPD eben genau in diese Wunde. Weil die Krise ist von den Grenzen in die Sozialämter und in die Schulen und in die Jobcenter gewandert in diesem Land. Ist die Kanzlerin mit den deutschen Problemen nicht mehr vertraut? Ist sie ihnen entrückt, war die Frage. Nein, wir müssen die Probleme lösen. Ich bin ja ganz einig. Wir müssen die Menschen schnell Sprache, dann Ausbildung. Und dann müssen wir sie schneller in Arbeit bringen. Ich habe jetzt in meiner Heimatstadt ein Projekt gemacht. Verstehen Sie, wenn ich in ein mittelständisches Unternehmen zu einem Handwerker in Bahn würde. Ich würde schon auch freuen. Da trifft aber dann doch die Kritik der SPD eben genau in diese Wunde.
Weil die Krise ist von den Grenzen in die Sozialämter und in die Schulen und in die Jobcenter gewandert in diesem Land. Ist die Kanzlerin mit den deutschen Problemen nicht mehr vertraut? Ist sie ihnen entrückt, war die Frage. Nein, wir müssen die Probleme lösen. Ich bin ja ganz einig, wir müssen die Menschen schnell Sprache, dann Ausbildung. Und dann müssen wir sie schneller in Arbeit bringen. Ich habe jetzt in meiner Heimatstadt ein Projekt gemacht, verstehen Sie? Wenn ich in ein mittelständisches Unternehmen zu einem Handwerker in Baden-Württemberg gehe, der klagt nicht über zu hohe Steuern und zu viel Bürokratie. Nein, der sagt keine Leute. Das heißt, er hat keine Menschen. Er hat, okay. Ja, aber das müssen wir zusammenbringen. Ich glaube und das nicht. Dauert Monate und Jahre. Und wir haben jetzt in Heilbronn ein Modell gemacht mit der Bundesagentur für Arbeit, mit dem BAMF. Und es dauert einen Tag. Und dann sind die in Arbeit. Dann und so müssen wir da. Es jetzt bundesweit hinkriegen und ein und bisschen schaffen. Tempo machen. Und da ist die Antwort auf Herrn Steingart von vor 40 Minuten. Hier sind unsere Facebooker zu dieser Sendung. Sie ist die Kanzlerin der Flüchtlinge, aber nicht der eigenen Bevölkerung. Wie argumentiert man dagegen, Herr Steingart? Punktuell auf dieses Thema bezogen hat die Zuschauerin, die das Katrin Langer. Sicherlich nicht unrecht, aber ich hatte das Gefühl, wir waren in der Strobel in der Diskussion schon weiter und haben gesagt, wir sind nicht allein in Deutschland, es ist kein Thema AfD, es ist kein Thema Flüchtlinge. Amerika hat andere Themen, die Österreicher haben andere Themen und sie haben bei einer Präsidentenwahl erstmals keinen etablierten Kandidaten mehr dort gehabt. Bei der Suche nach der Frage, was liegt darunter? Die Hyperkomplexität unserer Zeit, in der sich sozusagen Dinge miteinander verkettet haben, die praktisch nichts miteinander zu tun haben, die rasante Digitalisierung, die die Arbeitswelt verändert, wir haben es zu tun mit einer Globalisierung, die tatsächlich die Gewichte, auch die Machtgewichte der Welt, die Leute spüren das, nochmal verschieben vom Westen hin in andere Kontinente. Und wir haben es zu tun mit einer Europäisierung, die, so wie wir uns das gedacht haben, nicht klappt. Wir bezahlen dieses europäische Projekt derzeit mit Geld, das wir drucken. In rasanter Weise wird jede Nacht Geld gedruckt. Das war ja der Beginn sozusagen der Erfolgsgeschichte der AfD und der Beginn der Schwierigkeiten. Dieses Zusammentreffen von Europäisierung, Digitalisierung und Globalisierung schafft eine Hyperkomplexität, der die Politik durch eine, ich sag mal, Fiktionalisierung und auch eine Banalisierung, Herr Strobel, durch einfache Sätze zu entkommen versucht. Deutschland bleibt Deutschland, ist aus meiner Sicht der nächste falsche Satz der Bundeskanzlerin. Das kann unter dem Druck dieser Ereignisse gar nicht sein. Wir müssen die Bevölkerung, wir müssen uns selber mitnehmen auf eine Reise. Deutschland wird so nicht Deutschland bleiben. Wir werden uns verändern, wir sind in einem Transformationsprozess, vor dem ich nicht Ängste schüren will, sondern Neugier und da stecken Chancen drin. Aber ihn zu leugnen, das macht einen unruhig, wenn der Chef der Kompanie oder die Chefin so sagt, das bleibt alles, wie es ist und jeder spürt, ja, und geht durch die Innenstadt in den DAX-Konzernen. Wir werden internationaler werden, wir werden bunter werden. Und dann bewegen wir uns in der Analyse jetzt sehr vom ganz konkreten Alltag der Menschen. Dann ist die Frage, Sekunde, Frau Schwesig, dann ist die Frage, wenn wir Herrn Steingarts Gedanken folgen, dann ist die AfD nicht weg als politische Herausforderung, wenn wir die Flüchtlingskrise gelöst haben. Weil dann gibt es tiefere Probleme für die Verunsicherung. Die stehen am meisten zu Ihnen, das ist faktisch. So, und trotzdem noch mal eine Nachfrage, Herr von Lucke. Bei Großprojekten dieser Größenordnung gibt es neudeutsch das Wort Monitoring. Man informiert regelmäßig über die Probleme, die es gibt und über die Erfolge, die es gibt. Haben Sie das Gefühl, dass wir von dieser Bundesregierung regelmäßig gut über den Status der Bearbeitung dieser Krise aufgeklärt werden? Nein, weil wir ja auch fast noch am Anfang stehen in vielen Bereichen. Das wird Frau Schwesig viel besser beschreiben können. Es ist ja gerade so, das sagen alle Ämter und alle Betroffenen, wir haben gerade die Unterbringungsfrage gelöst, die Frage der weiteren Bildung, in der Frage der Schulbildung, in der Frage der Inarbeitbringung. Diese Fragen sind ja in weiten Teilen ungelöst, sie fangen in der Tat an. Bloß die Grundfrage, und das finde ich das Entscheidende, auch wenn man vorhin noch mal Seehofer in O-Ton hören konnte, wir schaffen das, ich mache mir diesen Satz nicht zu eigen. Ich finde es schon grotesk, wir sind ein Jahr nach der Krise. Wenn wir uns ernsthaft fragen, ob dieses Land ein anderes geworden ist, binnen dieses einen Jahres, würde jeder von uns sagen, dem ist nicht so. Das Land ist allenfalls, und das finde ich das große Problem, und das ist das große Dilemma, was uns die CSU, meine ich, nicht zuletzt angeht. Es ist in den Diskursen ein völlig anderes Land. Es ist dramatisch zugespitzt, es ist regelrecht in Teilen verhetzt, es ist die AfD deswegen aufgestiegen in einem Maße, wie wir es nicht hätten uns vorstellen können. Aber das Land ist auf einem Wege, das alles zu bewältigen. Es sind die Anfänge gemacht und wir sind weit damit gekommen, an Anfängen, aber es ist kein Land, das ein anderes wäre. Und das ist ein Bild, was die CSU nicht zuletzt zeigt, das ich für grotesk halte. Und dann trotzdem die Nachfrage in der CSU. Ist Horst Seehofer mit dem Satz zu zitieren, dass die Flüchtlingsproblematik ein Ventil sei für viel tiefere Sorgen, die es bei den Menschen gibt? Dann reden wir doch mal darüber. Wenn es wirklich nach Ansbach berechnet, wenn 3 von 4 Deutschen sagen, an meinem persönlichen Leben hat sich überhaupt nichts verändert, woher dann diese Angst? Woher kommt der Erfolg der AfD mit der Vorausschau, dass ein ganz anderes Deutschland werden wird, dass wir unsere kulturelle Identität verlieren werden, anderes mehr? Was meint Horst Seehofer, wenn er sagt, das ist ein Ventil und ein Symbol für viel tiefer liegende Konflikte? Das ist eine interessante Frage. Fangen Sie gerne an. Horst Seehofer springt dann den großen Begriff der Systemkritik in den Raum. Ja.
Er spricht natürlich auch fast schon wieder in populistischer Manier. Das ist doch die Politik aus Berlin, die nichts verstanden haben. Das halte ich für ganz gefährliche Begriffe, weil der Begriff erstens natürlich des klassischen Abwatschens der Berliner, nur in Bayern weiß man, was richtig ist, der klassische populistische Jargon ist, der natürlich auch der AfD wunderbar zu Pass kommt. Das Zweite, Systemkritik, wenn er damit gemeint hat, dass wir seit 10 Jahren das Land in einem Krisenmodus haben. Wir haben Krisen gehabt der Finanzkrise. Wir können auch übrigens auch zu den Schröderschen Reformen, die Agenda-Reform noch zu bringen, die das Land in hohem Maße mit der Einführung von Hartz IV in eine Spirale der Unsicherheit gebracht haben. Formen von Arbeitsverhältnissen gebracht haben, die alleine den Unterhalt nicht mehr bringen. All diese Dinge haben natürlich in hohem Maße Verunsicherung bei den Leuten erzeugt, die sich jetzt auf das Symbol des Flüchtlings kaprizieren. Der Flüchtling ist gewissermaßen die Inkarnation der Verunsicherung und ist damit eher eine Chiffre dafür und ist gewissermaßen der Sündenbock, an dem diese grundsätzliche Verunsicherung ausgeht. Und das ist das Fatale. Deswegen okay. Und wir nehmen diesen Gedanken von Ihnen nochmal auf, oder besser gesagt gleich zwei. Arbeiten wir dann sozusagen an einem Symptom einer viel tieferen Krise in diesem Land? Schauen Sie, wenn wir über die überlieferte christliche, abendländische Werte, wenn wir die behalten wollen, dann müssen wir sie auch leben. Und Christen machen nicht die Tür zu, wenn Menschen in Not zu uns kommen, die vor Tod, Vergewaltigung, vor Gewalt fliehen, sondern dann haben wir eine offene Tür und auch ein offenes Herz. Und wer sich da abschottet gegenüber solchen Menschen, der verrät abendländische Werte. Die christlich-demokratische Union, das sind Christen für Deutschland, und die AfD sind Atheisten für Deutschland. Das sind nicht die Bewahrer des Abendlandes, das sind die Verräter des Abendlandes und der Abendländischen. Und wenn wir uns nochmal an den Satz von der Bundeskanzlerin erinnern, dass wir uns alle an die eigene Nase fassen sollen. Offensichtlich ist Vertrauen der Wähler verloren gegangen. Das haben Sie auch in Baden-Württemberg gespürt. Die CDU hat auch unter den 15% der AfD dann natürlich Federn gelassen. Was wollen Sie tun, um AfD-Wähler, die jetzt in der Partei von Herrn Mantei sind, wieder zurückzugewinnen? Noch einmal, indem wir die Probleme lösen. Und wir sind ja auf einem guten Weg. Wir haben gesagt, wir müssen die europäischen Außengrenzen schützen. Das war ein Fehler. Dass wir zugelassen haben, dass die Außengrenzen löchrig wie ein Schweizer Käse sind. Es hat ja niemand interessiert, außer ein paar komischen Innenpolitikern. Aber ein Staatswesen, das sich für seine Grenzen nicht interessiert, das braucht kein Mensch. Deswegen beheben wir diesen Fehler, und ich hoffe, dass es nur noch wenige Wochen dauert, bis die Außengrenze Türkei, Griechenland eine sichere Grenze ist. Wir sind ja auf einem guten Weg dahin. Die Flüchtlingszahlen gehen signifikant zurück. Schauen Sie, ich habe in Baden-Württemberg 36.000 Plätze Landeserstaufnahme für Flüchtlinge. Da waren mal 40.000 Menschen in den Betten. Jetzt haben wir gerade mal noch 6.000, die in diesen Betten sind. 30.000 Betten stehen leer, und ich überlege mir, wie wir das zurückfahren. Die Zahlen gehen deutlich zurück. Das müssen wir stabilisieren, das müssen wir weiter ordnen und steuern, und dann lösen wir dieses Problem. Und ich glaube, dass die Lösung der Probleme, die Lösung der Herausforderung, dass das auch der richtige Weg ist, es hat ja nicht nur die CDU an die AfD verloren, es hat die SPD verloren, die Linke verloren, die Grünen verloren, wir natürlich auch. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, sie zu entzaubern, indem wir die Ärmel hochkrempeln, die Probleme anpacken und sie lösen. Okay, Gabor Steingart, 20% für die AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Die Ergebnisse von Sachsen-Anhalt erinnern wir auch noch, die waren über 20%. Wenn wir, die AfD sagt, dass damit auf jeden Fall auch die Kanzlerin mit ihrer Flüchtlingspolitik abgewählt worden ist. Ist das so, wenn 20% der Wähler in Mecklenburg-Vorpommern sagen, sie entscheiden sich für die AfD, ist dann eine Kanzlerpolitik dieser Regierung abgewählt worden? Also ich glaube, man muss wirklich unterscheiden zwischen der Politik und der Kanzlerin. Ich würde die These wagen, dass nach wie vor Angela Merkel, wenn in einer Abstimmung stünde, Frau Petri und Frau Merkel, einfach jetzt gegriffen, haushoch gewinnen würde. Auch gegen deutsche Staatsgrenze einreisen, illegal und Asyl beantragen, aus sicheren Drittstaaten zurückgewiesen werden müssen. Ich weiß nicht, wie das bekannt ist. Unbedingt. Sind zurückzuweisen. Da gibt es doch gar kein Ermessen. Und das wird ja teilweise auch ein bisschen gemacht im Moment. Wir haben ja diese vorübergehenden Grenzkontrollen. Aber das ist eigentlich geltendes Recht. Das wurde letztes Jahr mit der Entscheidung von Frau Merkel am 4. September alles einfach ignoriert. Indem sie einfach gesagt hat, Herr Orban, schick mir all deine sogenannten Flüchtlinge, die sich in Ungarn an der Grenze aufhalten oder in Budapest auf dem Bahnhof schicken nach Deutschland. Das hat sie natürlich Herrn Orban so nicht gesagt. Herr Strubel, wir sind natürlich bei der Frage. Das sind ja diese Unwahrheiten und diese Dinge, die da verbreitet werden. Nicht? Die Bundeskanzlerin hat nie gesagt, schick mir all deine Flüchtlinge, sondern es ging um eine sehr überschaubare Anzahl von Flüchtlingen. Es ging um einen Zug. Es war eine Lage, wo man befürchten musste, dass es Verletzte gibt, dass es möglicherweise Tote gibt. Und in dieser Lage hat die Bundeskanzlerin entschieden, völlig zu Recht im Übrigen, dass die Menschen, die in höchster Not sind, zu uns kommen können.
Wissen Sie, und da finde ich das einfach schäbig, wenn Sie das dann auf diese Art als eine Einladung an alle Flüchtlinge umdeuten. Herr Strubel, bleiben wir mal bei den zwei Argumenten von Herrn Mantei. Ist die AfD, und das möchte er sagen, eigentlich der konservative Flügel der CDU, den Angela Merkel unter anderem mit ihrer Flüchtlingspolitik, aber auch mit einer anderen Politik verprellt hat? Nein, die AfD hat mit der Christlich-Demokratischen Union nichts, aber auch gar nichts zu tun. Das ist eine antieuropäische und ich möchte sagen eine antichristliche Partei. Nichts von dem, was den Kern der CDU ausmacht, finde ich bei dieser Partei wieder. Schauen Sie, wenn wir über die überlieferte christliche, abendländische Werte, wenn wir die behalten wollen, dann müssen wir sie auch leben. Und Christen machen nicht die Tür zu, wenn Menschen in Not zu uns kommen, die vor Tod, Vergewaltigung, vor Gewalt fliehen, sondern dann haben wir eine offene Tür und auch ein offenes Herz. Und wer sich da abschottet gegenüber solchen Menschen, der verrät abendländische Werte. Die Christlich-Demokratische Union, das sind Christen für Deutschland und die AfD sind Atheisten für Deutschland. Das sind nicht die Bewahrer des Abendlandes, das sind die Verräter des Abendlandes und der Abendländischen. Und wenn wir uns nochmal an den Satz von der Bundeskanzlerin erinnern, dass wir uns alle an die eigene Nase fassen sollen. Offensichtlich ist Vertrauen der Wähler verloren gegangen. Das haben Sie auch in Baden-Württemberg gespürt. Die CDU hat auch unter den 15% der AfD dann natürlich Federn gelassen. Was wollen Sie tun, um AfD-Wähler, die jetzt in der Partei von Herrn Mantei sind, wieder zurückzugewinnen? Noch einmal, indem wir die Probleme lösen. Und wir sind ja auf einem guten Weg. Wir haben gesagt, wir müssen die europäischen Außengrenzen schützen. Das war ein Fehler. Dass wir zugelassen haben, dass die Außengrenzen löchrig wie ein Schweizer Käse sind. Es hat ja niemand interessiert, außer ein paar komischen Innenpolitikern. Aber ein Staat, ein Staatswesen, das sich für seine Grenzen nicht interessiert. Das heißt, die Destruktion der gegenwärtigen Lage, und Herr Steingart hat das völlig zu Recht beschrieben, Horst Seehofer sitzt am längeren Hebel, ist für die ganze Union desaströs. Und Seehofer, Sie haben es in einem Satz wunderbar gesagt, spielt das Spiel seines Lebens. Und es ist ein Spiel, das allein auf seine Rechnung einzahlt und auf die Rechnung der CSU geht. Denn die Wahl in Bayern, die ein Jahr danach stattfindet, in 2018, ist dem Horst Seehofer und der CSU offensichtlich allemal wichtiger als die Bundestagswahl. Okay. Und das scheint mir das Problem zu sein. Herr Strubel, wir sind bei Ihnen. Was will Horst Seehofer? Wie sehr gehen Ihnen die Kommentare aus München auf die Nerven? Naja, also was Horst Seehofer will, fragen Sie Horst Seehofer. Glauben Sie, dass es ihm um ein Eingeständnis eines Fehlers geht? Sie begegnen ihm jetzt wirklich häufiger als wir. Also ich hätte jedenfalls mal die Hoffnung, und da waren die Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen ja auch ein Signal und ein Weckruf gewesen, dass wir in der Union nicht so viel streiten und dass unser Name heißt Union, die eine oder der andere das auch etwas nachhaltig verinnerlichen, weil das kommt bei den Wählerinnen und Wählern ganz, ganz sicher nicht so gut an. Und das sollten wir auch Richtung Bundestagswahl beenden. Und da sehe ich im Übrigen auch durchaus Chancen dafür. Ich habe jetzt die Papiere der CSU gelesen, die Entwurfspapiere. Ich muss sagen, ich habe da 95% Übereinstimmung. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir uns in den inhaltlichen Positionen verständigen. Das ist interessant, dazu kommen wir noch. Frage geht an Herrn Mantei. Die Bundesregierung hat ihre Politik an vielen Stellen verändert, Herr Mantei. Die Flüchtlingslager sind die Erstaufnahmelager, Entschuldigung, sind leer. Glauben Sie, dass es auch Ihnen und Ihrer Partei gegebenenfalls reichen würde, wenn es ein Schuldeingeständnis der Bundeskanzlerin gäbe? Naja, ganz so ist es nicht. Also wir werden in diesem Jahr neue Rekordzahl an Asylbewerbern kommen. Also diese Bagatellisierung, die wir im Moment erleben, das ist nicht richtig. Wir werden eine neue Rekordzahl an Asylanträgen dieses Jahr haben. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlicht monatlich Statistik, kann jeder im Internet nachlesen. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, Herr Ströbel hat sich gerade so ein bisschen moralisch-christlich hier Strubel. Erhöht. Entschuldigung, Ströbel ist auch wieder von einer anderen Partei. Nee, das Ganze. Er hat sich gerade ein bisschen moralisch-christlich erhöht. Also ich muss dazu sagen, ich bin selber auch ein gläubiger Mensch und das möchte ich mir eigentlich verbieten. Und man sollte auch nicht religiös argumentieren, wie wir leben. Ich möchte jetzt auch mal was sagen. Wir leben in einem Rechtsstaat und einem laizistischen Staat. Das heißt, wir dürfen nicht religiös argumentieren, ob wir jetzt unser Recht einhalten oder nicht. Und ich weiß, ich kenne die Begründung für die Entscheidung vom 4. September. Es sei eine humanitäre Aktion gewesen, dass man halt diese Entscheidung mit Ungarn getroffen hat. Und da frage ich mich, wenn das eine humanitäre Aktion war, wäre es denn unmenschlich, wenn man sich unser Recht hält? Haben wir ein unmenschliches Rechtssystem? Also das war mir doch mal wichtig, jetzt noch zu ergänzen auf Ihre Erwiderung vorhin. Also die Rechtfertigung für den Rechtsbruch finde ich ein bisschen schwach. Und ich habe bis heute keine Rechtsgrundlage gehört für die Entscheidung vom 4. September letzten Jahres. Gut, über diesen Rechtsrahmen haben wir gerade schon diskutiert. Daran will ich Sie jetzt noch mal kurz erinnern. Das ist dann vielleicht auch müßig, wenn dieses Ping-Pong immer weitergeht. Die Frage war ja, würde Ihnen ein Eingeständnis von Fehlern reichen? Wenn
wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist das nicht so. Offensichtlich, liebe Zuschauer, hat es auf der anderen Seite tatsächlich eine kleine Kurskorrektur gegeben. Oder besser gesagt, die SPD hat die Kurskorrektur schon hinter sich. Und Sigmar Gabriel, der Parteivorsitzende, nimmt sogar das O-Wort in den Mund, das berühmte. Gesetz verstoßen gegen internationales Recht, gegen das Dublin-III-Abkommen und solche Dinge. Das fing ja im Grunde bei der Euro-Rettung schon an. Sie wissen bei Dublin-III aber beispielsweise auch, dass das durchaus ein Recht der deutschen Regierung ist, sich selber zu ermächtigen, diese Rückführungen nicht stattfinden zu lassen. Sie wissen, dass man nach Griechenland nicht rückführen darf. Da gibt es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Sie wissen, dass wir unter 18-Jährige nicht zurückführen dürfen. Auch das ist alles Rechtslage. Das dürfte Ihnen nicht unbekannt sein. Mir ist das sicherlich, aber Ihnen ist sicherlich auch nicht unbekannt, dass das Land zuständig ist für ein Asylverfahren, wo der Asylbewerber zuerst einreist. Da gibt es ja nicht nur Griechenland. Mhm. Das ist ja nur ein Fall sozusagen. Es gibt ja auch viele andere Länder. Und dennoch gibt es ein Selbsteintrittsrecht, so heißt das, glaube ich. Und das ermächtigt auch nach Dublin die Bundesregierung, diese Flüchtlinge bei sich im Land zu behalten. Also das ist durchaus der Fall. Nach meiner Kenntnis hatte die Regierung, ich glaube, es war im letzten Jahr gesagt, dass sie einfach dieses Dublin-III-Abkommen nicht mehr sozusagen außer Kraft setzen. Und das können sie natürlich nicht einfach so. Und sie können auch das Asylgesetz nicht einfach so außer Kraft setzen. Das Asylgesetz sagt, dass ausländische Staatsbürger, die über die deutsche Staatsgrenze einreisen, illegal und Asyl beantragen, aus sicheren Drittstaaten zurückgewiesen werden müssen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Unbedingt. Und die können uns gegenseitig ganz schlaue Sätze erzählen. Sind zurückzuweisen, das ist geltendes Recht, sind zurückzuweisen. Da gibt es doch gar kein Ermessen. Und das wird ja teilweise auch ein bisschen gemacht im Moment. Wir haben ja diese vorübergehenden Grenzkontrollen. Aber das ist eigentlich geltendes Recht. Und das wurde letztes Jahr mit der Entscheidung von Frau Merkel am 4. September alles einfach ignoriert. Indem sie einfach gesagt hat, Herr Orban, schick mir all deine sogenannten Flüchtlinge, die sich in Ungarn an der Grenze aufhalten oder in Budapest auf dem Bahnhof schicken nach Deutschland. Das hat sie natürlich Herrn Orban so nicht gesagt. Herr Strubel, wir sind natürlich bei der Frage, Das sind ja diese Unwahrheiten und diese Dinge, die da verbreitet werden. Nicht. Die Bundeskanzlerin hat nie gesagt, schick mir all deine Flüchtlinge, sondern es ging um eine sehr überschaubare Anzahl von Flüchtlingen. Es ging um einen Zug. Es war eine Lage, wo man befürchten musste, dass es Verletzte gibt, dass es möglicherweise Tote gibt. Und in dieser Lage hat die Bundeskanzlerin entschieden, völlig zu Recht im Übrigen, dass die Menschen, die in höchster Not sind, zu uns kommen können. Wissen Sie, und da finde ich das einfach schäbig, wenn Sie das dann auf diese Art als eine Einladung an alle Flüchtlinge umdeuten. Herr Strubel, bleiben wir mal bei den zwei Argumenten von Herrn Mantei. Ist die AfD, und das möchte er sagen, eigentlich der konservative Flügel der CDU, den Angela Merkel unter anderem mit ihrer Flüchtlingspolitik, aber auch mit einer anderen Politik verprellt hat? Nein, die AfD hat mit der Christlich-Demokratischen Union nichts, aber auch gar nichts zu tun. Das ist eine antieuropäische und ich möchte sagen eine antichristliche Partei. Nichts von dem, was den Kern der CDU ausmacht, finde ich bei dieser Partei wieder. Schauen Sie, wenn wir über die überlieferte christliche, abendländische Werte, wenn wir die behalten wollen, dann müssen wir sie auch leben. Und Christen machen nicht die Tür zu, wenn Menschen in Not zu uns kommen, die vor Tod, Vergewaltigung, vor Gewalt fliehen, sondern dann haben wir eine offene Tür und auch ein offenes Herz. Und wer sich da abschottet gegenüber... Das sind die völlig unbeantworteten Fragen, die eigentlich wichtig wären, um auch die Frage zu beantworten, wer wäre der populäre Kandidat der Union? Gegenwärtig antworten noch 42% der Deutschen auf die Frage, wer ist Ihnen die liebste Kanzlerin Angela Merkel? Das heißt, die Destruktion der gegenwärtigen Lage, und Herr Steingart hat das völlig zu Recht beschrieben, Horst Seehofer sitzt am längeren Hebel, ist für die ganze Union desaströs. Und Seehofer, Sie haben es in einem Satz wunderbar gesagt, spielt das Spiel seines Lebens. Und es ist ein Spiel, das allein auf seine Rechnung einzahlt und auf die Rechnung der CSU geht. Denn die Wahl in Bayern, die ein Jahr danach stattfindet, in 2018, ist dem Horst Seehofer und der CSU offensichtlich allemal wichtiger als die Bundestagswahl. Okay. Und das scheint mir das Problem zu sein. Herr Strubel, wir sind bei Ihnen. Was will Horst Seehofer? Wie sehr gehen Ihnen die Kommentare aus München auf die Nerven? Naja, also was Horst Seehofer will, fragen Sie Horst Seehofer. Glauben Sie, dass es ihm um ein Eingeständnis eines Fehlers geht? Sie begegnen ihm jetzt wirklich häufiger als wir. Also ich hätte jedenfalls mal die Hoffnung, und da waren die Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen ja auch ein Signal und ein Weckruf gewesen, dass wir in der Union nicht so viel streiten und dass unser Name heißt Union, die eine oder der andere das auch etwas nachhaltig verinnerlichen, weil das kommt bei den Wählerinnen und Wählern ganz, ganz sicher nicht so gut an. Und das sollten wir auch Richtung Bundestagswahl beenden. Und da sehe ich im Übrigen auch durchaus Chancen dafür. Ich habe jetzt die Papiere der CSU gelesen, die Entwurfspapiere. Ich muss sagen, ich habe da 90, 95
Prozent Übereinstimmung. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir uns in den inhaltlichen Positionen verständigen. Das ist interessant, dazu kommen wir noch. Frage geht an Herrn Mantay. Die Bundesregierung hat ihre Politik an vielen Stellen verändert, Herr Mantay. Die Flüchtlingslager sind die Erstaufnahmelager, Entschuldigung, sind leer. Glauben Sie, dass es auch Ihnen und Ihrer Partei gegebenenfalls reichen würde, wenn es ein Schuldeingeständnis der Bundeskanzlerin gäbe? Naja, ganz so ist es nicht. Also wir werden in diesem Jahr neue Rekordzahl an Asylbewerbern kommen. Also diese Bagatellisierung, die wir im Moment erleben, das ist nicht richtig. Wir werden eine neue Rekordzahl an Asylanträgen dieses Jahr haben. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlicht monatlich Statistik, kann jeder im Internet nachlesen. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, Herr Ströbel hat sich gerade so ein bisschen moralisch-christlich hier Ströbel. Erhöht. Entschuldigung. Ströbel ist auch wieder von einer anderen Partei. Er hat sich gerade ein bisschen moralisch-christlich erhöht. Also ich muss dazu sagen, ich bin selber auch ein gläubiger Mensch und das möchte ich mir eigentlich verbieten. Und man sollte auch nicht religiös argumentieren, wie wir leben. Ich möchte jetzt auch mal was sagen. Wir leben in einem Rechtsstaat und einem laizistischen Staat. Das heißt, wir dürfen nicht religiös argumentieren, ob wir jetzt unser Recht einhalten oder nicht. Und ich kenne die Begründung für die Entscheidung vom 4. September. Es sei eine humanitäre Aktion gewesen, dass man halt diese Entscheidung mit Ungarn getroffen hat. Und da frage ich mich, wenn das eine humanitäre Aktion war, wäre es denn unmenschlich, wenn man sich unser Recht hält? Haben wir ein unmenschliches Rechtssystem? Also das war mir doch mal wichtig, jetzt noch zu ergänzen auf Ihre Erwiderung vorhin. Also die Rechtfertigung für den Rechtsbruch finde ich ein bisschen schwach. Und ich habe bis heute keine Rechtsgrundlage gehört für die Entscheidung vom 4. September letzten Jahres. Gut, über diesen Rechtsrahmen haben wir gerade schon diskutiert. Daran will ich Sie jetzt noch mal kurz erinnern. Das ist dann vielleicht auch müßig, wenn dieses Ping-Pong immer weitergeht. Die Frage war ja, würde Ihnen ein Eingeständnis von Fehlern reichen? Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist das nicht so offensichtlich. Ja.